Oh Gott, ich bin so aufgeregt, ich könnte brechen. Soll ich? Nur wenn du Sean dabei hast, der dann für dich einspringt. Glaubst du, das hat mir jemand geglaubt? Was geglaubt? Dass ich wirklich so aufgeregt bin? Ja. Der Volker und der Matthias, die haben gemeint, wir müssen ein neues Ritual einführen. Ja, erzähl mir davon. Und zwar hat der Volker in einer Band gespielt, die hieß Rookie Jam. Ja. Kennen garantiert viele von euch noch hier. Er ist wirklich selber hier. Sehr gut. Und die haben sich immer quasi in einer Reihe im Kreis umgestellt. In einer Reihe im Kreis. Unterschiedliche geometrische Formen. So richtig schön, so 1, 2, 3 Rookie Jam. Okay. So am Anfang jedes Auftritts. Mhm. Und ich frage mich, ob das auch was für uns wäre. Wie hieß denn bei uns der Schlachtruf? 1, 2, 3? Naja, 1, 2, 3 Rookie Jam. Also man muss ja wirklich sagen, es war eine tolle Band, aber der Name ist halt schon geil. Rookie Jam oder Rookie, Ach? Nein, Rookie Jam. Okay. So wie Marmelade. Ich weiß Anfang nicht, Marmelade. Es war sehr stark von Linkin Park, und dergleichen. Guckst du mir bitte nicht auf. Nehmen wir eigentlich schon auf? Ja, klar. Ach, wirklich? Hallo, hier sitzen auch Menschen. Das, es sind sogar ziemlich viele Menschen. Ich freue mich, diese Menschen zu sehen. Hallo, Menschen. Aber hallo. Ja. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich die Lokalität hier recht schön finde. Weil das letzte Mal habt ihr mein Essen vergiftet, jeder weiß. Und habt mich mit einer billigen ausländischen Arbeitskraft ersetzt. Moment, hallo, billig Sean. Ist falsch. Ja, du hast recht, der Sean verdient wahrscheinlich viel zu viel Geld für das, was er leistet. Oh ja. An der Stelle ganz liebe Grüße, du hast das wirklich gut gemacht. Das traust du dich einfach so sagen, obwohl du gar nicht hast. Dieses Augenzwinkern, das ist halt schon schön. Dominik, wie ist es, vor Menschen zu sein? Ich muss ehrlich sagen, dass es noch fehlt mir die Möglichkeit, wirklich einzelne Menschen zu fixieren. Ich habe dich jetzt im Blick. Wer bist du? Dein Name? Timo. Timo wird jetzt quasi meine Person sein, an den ich den Abend ablese. Ja, das ist Timo, okay. Das ist wenn Timo gefährlich. Anfängt. Das ist gefährlich. Ich habe das letzte Mal nämlich immer dahinter zu einer Person geguckt, weil man braucht immer so einen visuellen Anker und die war dann irgendwann einfach, ist die gegangen. Die war dann im letzten Segment nicht mehr da. Ich will auch keinen unnötigen Druck aufbauen, Timo. Aber tatsächlich, wenn du anfängst, auf dem Handy zu spielen, werde ich weinen. So, also, das wird schön. Und wie gesagt, also die da hinten müssen auf jeden Fall da sein, weil die kenne ich schon seit, glaube ich, 35 Jahren. Und die werde ich nicht los, im Guten wie im Schlechten. Also spontaner Applaus für Matze und Goldi. Matthias Hensoldt, der Matze hat in seinem ganzen Leben noch nie eine Podcast-Folge gehört. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist wirklich unglaublich. Ja, und jetzt live. Beneidenswert. Philipp, wir haben tatsächlich jetzt vergessen, Dominik noch zu briefen. Mit dem. Ja. Wir müssen am Anfang das ein bisschen nicht ganz so ausufern lassen. Das stimmt. Man ist ja heutzutage irgendwie, mein Reflex war gerade selber aufs Handy zu schauen, um Twitter zu checken. Und das ist mir aufgefallen, ich bin ja in der Live-Aufnahme. Also, wenn ich's mache, dann ist es kein Zeichen von, dass der Abend scheiße ist. Ey, das seht ihr mal, wie es mir bei jeder Aufnahme geht. Ja. Ich finde jetzt aber andersrum, ob Timo vielleicht den Abendindikator irgendwann an dir abliest. Ich finde eigentlich, den Winkel von deinem Rücken ist doch eine super Indikator für den Abend, oder? Das ist noch ziemlich ergonomisch Ja. Die Frage ist halt, also was ist denn dann ein Erfolg für euch, wenn ich eine sehr Gelee-artige Form angenommen habe? Ja, dann ist halt wie immer. So, das ist so das Base-Level. Ja. Wollen wir dann? Ja, das musst du entscheiden. Alles klar. Ich versuche würdevoll und anmutig auszusehen. Also wie jedes Mal. Ja. Wie würde die Queen da sitzen? Wie muss... Die liegt, glaube ich, jetzt eher... Ja, das ist absolut geschmacklos und ich fand es sehr witzig. Gut. Danke dafür. Ihr Geschichtswissen haben Sie aus Videospielen. Ihre Umgangsformen von Reddit und Ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen. Und Sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo, hier sitzen mal wieder, aber diesmal vor vielen, vielen lieben Menschen beieinander. Der Jürgen. Der Dominik. Und der Philipp. Ja, wieder ist in meinem Fall falsch. Das ist schon eine Weile her, dass ich mich mal vor Menschen war. Das stimmt. So. Danke. Dominik, das ist dein Applaus. Ja. Ach, das ist so schön alles. Deswegen klatsche ich auch nicht mehr. Diese Emotionen, das ist wirklich was. Also ich habe es mir eigentlich abgewöhnt, aber ich glaube, ich lasse es wieder zu. Ja, ihr werdet mich nicht verletzen, oder? Das ist eine Träne. Ja, ich wünschte, ich könnte noch weinen. Nein, wir sind ja eigentlich nur hier, um Geld zu verdienen.
Ja? Ja. Und das ist eine perfekte Überleitung auf unsere neuen Acht-Tasten. Wow. Nein. Wie also, schäbig einfach. Es ist wirklich schäbig. Ja, man muss ja auch mal. Nein. Also, aber Dominik, hast du dir eigentlich wirklich die Tränen veröden lassen, sodass du nicht mehr weinen kannst? Gibt's das? Keine Ahnung. Ich muss ehrlich sagen und ich, ja, also. Ja, praktisch so, oder? Ich genieße es immer sehr, wenn ich weinen kann. Ja. Tatsächlich. Und ich habe es im Podcast, glaube ich, schon einmal erzählt. Ich schaue mit meiner Tochter, die ist jetzt 6 Jahre, wird bald 7, schaue ich jetzt immer die ganzen Disney-Filme an. Ich habe jetzt eine perfekten Ausrede, diese ganzen Filme nachzuholen, auch die aktuellen anzuschauen. Und sie ist eindeutig meine Tochter, weil sie hockt vorm Fernseher und macht halt, also sie guckt halt mit offenem Mund halt einfach Mund. Starrend. Ja. Was, und ich jetzt am Wochenende Sonntag Moana angeschaut und der Papa hockt daneben und versucht wirklich so die Tränen zurückzuhalten von dem. Warum? Lass es raus. Lass es raus. Let it go. Ja, Frozen. Let it go. Ist tatsächlich auch. Ja, nee, es ist wirklich sehr, sehr schön. Was ja. ist euer meist Heulfilm? Welcher funktioniert bei euch? Oder welcher war am ärgsten oder bemerkenswert? Komm, Jürgen, sag mal. Was bringt dich zum Weinen? Du hast den neuen Morris Flitcroft-Film gesehen. Soll ich jetzt was sagen, was ich noch nie jemandem erzählt habe? Oh, oh. Ich muss manchmal bei den schäbigsten Filmen so ein bisschen schlucken. Ja, so. Echt? Bei so ganz schäbigen, keine Ahnung, Sportfilmen, irgendwas. Ja. Also das du schaust Sportfilme? Ja. Oder bei diesem KFC-Drama-Film. Bei was? Wir hatten doch schon mal drüber, diese KFC-romantische Film. Wo Colonel Sanders irgendwie gespielt von einem jungen Typen irgendwie dann flirtet. Und ist das nicht ein Computerspiel? Nein. Das gibt es auch als Computerspiel, als Dating-Simulator. Aber auch ein Film? Ja, es gibt einen Film. Was mache ich noch hier? Ist das nicht eine Fastfood-Kette? Ja. Das ist alles. Okay. Ja, die können alles. Das sind 20 Minuten aber weirdes. Um deine Frage zu beantworten, und ich habe diese Frage indirekt schon beantwortet in einer vorherigen Aufnahme. Wer hier hat den Film Arrival gesehen von Daniel Villeneuve? Auf jeden Fall. Es haben nicht viele gesehen, aber so, ich schaue jetzt dich an, ja, so im Publikum. Hast du geweint? Hä? Hast du Kinder? Kopfschütteln. Also auch, ich habe diesen Film gesehen und habe am Schluss Rotz und Wasser geheult, weil es so rührend war. So. Und dann habe ich den ein zweites Mal angeschaut. Und habe nur gelacht. Und habe mir gedacht, so beim zweiten Mal heulst du nicht. Ich habe schon in den ersten 5 Minuten geheult, weil ich wusste, was passieren würde. So, es war herrlich. Ja. Ich habe auch hier mit dem Matze vor, wie viele Jahren, Matze? Vor 20 Jahren Event Horizon angeschaut. Der Horrorfilm, der Space-Horrorfilm, wir haben uns vor Angst in die Hosen geschissen. Okay, so, ich habe gedacht, zur Verrührung geweint. Vor 10 Jahre später haben wir den dann nochmal geguckt, als wirklich, also therapeutisch. So. Okay. Und ich kann euch wirklich empfehlen, wenn euch ein Film mal erwischt hat, so, dann schaut den nochmal, schaut, was das zweite mit euch macht, aber nicht in Öffentlichkeit, weil wenn ihr dann ein bibberndes, schluchzendes Haufen Elend seid, das ist ein bisschen peinlich vielleicht. So. Also bei Event Horizon ist echt da hab ich sehr geweint. Respektabel. Ja, war schön. So, du hast Tassen erwähnt. Ja, Jürgen, wir haben nämlich ein neues, formschönes Motiv. Ja, Mist, jetzt habe ich mein T-Shirt nicht angezogen. Das passt tatsächlich hervorragend zu dem, was du noch berichten möchtest. Für unsere beliebteste Folge, Morris Flitcroft, gibt es ja einen tollen Film. Den hast du geguckt? Ich weiß nicht, ob es schon alle mitbekommen haben, aber es ist tatsächlich der Morris Flitcroft-Film ist erschienen. So sang- und klanglos. Ich habe ja mehrere Kinos angeschrieben. Und die haben mir zurückgemeldet, es gibt keinen deutschen Verleiher, wir können überhaupt nichts rausfinden über diesen Film, den gibt's gar nicht. Und ja, aber die Leute ja kollektiv gucken, irgendwie mit Menschen aus dem Nachumfeld. Die Woche war er dann einfach auf Amazon Prime und bei, ich glaube, Apple zu leihen. Ja, und ich habe ihn geguckt. Und Jürgen, hast du geweint? Willst du es wirklich wissen? Ich will es wirklich wissen. Darf ich das Ende spoilern? Nein. Hä, Moment, wissen wir denn nicht, wie es ausgeht? Okay, du hast den Witz verstanden. Ja. Danke, Dominik. Danke. Ja, also die Geschichte ist toll, der Film ist leider nicht toll. Nicht? Naja, er ist harmlos, ja, aber das ist so ein, Aber das ist erwartbar gewesen. Nee, also das habe ich tatsächlich, ich habe es nicht so erwartet, weil es ist so, ich hatte das Gefühl, ich bin zurück in den 80ern. Das war so ein richtiger 80er-Jahre-Film mit so 80er-Jahre-Musik, mit 80er-Jahre-Schauspielern, mit 80er-Jahre-Gags, mit 80er-Jahre-Tempo und mit 80er-Jahre-Effekten. Ganz schlimme Special-Effekte. Also, Ich wollte gerade sagen, ich frage mich gerade, wie viele Leute du jetzt abgeholt hast, die sich denken, oh, jetzt schaue ich mir ihn mehr an. Also, dann traue nichts an, geht hoch. Mich ultra angesprochen gefühlt. Ja, okay, dann sagt mir gerne, was ihr davon haltet. Ich fand, er ist nicht schlimm. Also, es ist nicht der schlechteste Film der Welt. Es ist eine schöne Geschichte nach wie vor. Aber er war leider nicht so geil, wie ich ihn gerne gehabt hätte. Aber dann müssen wir in Schweden.
So, wir müssen. Ja. Oh. Wir Schweden hin. Wir Schweden hin. Ich habe. Ey, aber mal im Ernst, wie viel Aufwand wäre es, eine alternative Tonspur mit uns drei, die einfach alle Rollen sprechen, zu machen? Wenig bis keiner, würde ich behaupten. Wie lange geht der Film? 1,47, glaube ich. Aber das bietet der Etienne Gardet, bietet das so im Anfang Game One, Game Two. Ja, aber machen die, also besprechen die und labern deswegen drüber oder sprechen die wirklich alles neu an? Ach so, ja, okay. Nein, wir Schweden den auch richtig mit Spezialeffekten und allem. Ich habe Golfbälle hier. Geil. Perfekte Überleitung. Weil, also, wir haben jetzt dieses. Die Schäbigkeit hört nicht auf. Dieses fantastische neue Motiv und du darfst quasi ankündigen, ob wir sagen, wer dieses fantastische neue Motiv ausgeklügelt hat. Aussuchen. Das darfst du sagen. Ja. Ja, möchtest du die Person nennen? Ich überlege gerade. Also, entweder es war diese Dame hier oder dieser Herr oder eine Kooperation. Ich weiß nicht, wie das Copyright aussieht, wenn eine Person anfängt und die andere weitermacht. Also, auf jeden Fall, ihr seht. Ich weiß es wirklich nicht. Ihr seht es nicht. Wie würde man das ausformulieren? Wir geben das einmal durch so. Und dass jeder mal sehen kann. Aber ich möchte bitte, egal wer jetzt die meiste Arbeit gemacht hat, einen spontanen Applaus für dieses tolle neue Morris Crit Motiv. Das Motiv ist wirklich so. Also, wenn, dann kommt nur der Applaus von mir. Achtung, Moment. Moment, soll jetzt nur. Wolltest du jetzt absichtlich nur du applaudieren? Nein, das war ein Scherz. Ach so. Das kommt, musst du mir erklären. Nein, das ist Witze, die man erklärt. Aber. Oder man macht sie gut. Was kein Witz ist, wir haben dieses Motiv jetzt als Tassen und da haben wir auch ein paar dabei und da erzählt der Jürgen gleich nochmal, was wir da als Sonderaktion für heute geplant haben. Ihr kriegt nämlich was Exklusives im Gegensatz zum Pöbel da draußen, der nur online bestellt. Und wir haben tatsächlich auch T-Shirts mit dem Motiv. Das ist vielleicht, damit hättest du vielleicht einsteigen sollen. Im Shop zu kaufen. Genau, das kann man jetzt ganz normal kaufen, auf Tasse, auf T-Shirt. Aber wer heute hier so eine Tasse haben will, wir hätten noch Stifte dabei, um da drauf zu unterschreiben. Yeah. Und es gibt noch extra Golfbälle und Tees dazu. Also man kann sich dann vielleicht so eine schöne, ich habe mir das so vorgestellt, man packt ein bisschen Erde rein, ein paar Grassamen, gießt es immer schön und macht sich dann so ein Tee rein und oben so ein Golfball drauf. Und da kommt immer auch jede Woche jemand vorbei, der schneidet. Ja, und so mit der Nagelschere ein bisschen so. Wir haben vorhin kurz ausgemacht, ich kann alternativ mit fremdem Blut für 200 Euro Aufpreis unterschreiben und mit meinem eigenen Blut mit 500 Euro Aufpreis. Da müssen wir tatsächlich mal gucken, wie wir das machen. Aber erwartet, vor allem ist wesentlich billiger. Also, Sekunde, Dominik, ich möchte dich daran erinnern, an die letzten Versprechungen. Ich sag nur Blumen. Also jetzt mal ohne Scheiß, aber für 500 Euro werde ich wirklich mir in den Finger pieksen. Ich möchte dich an die letzte Aufnahme erinnern mit, ich mache nie wieder Versprechungen, Ende der Folge, also für 2000 Euro schneide ich mir C ab. Es ist eine komplett andere Geschichte. Ja, ganz anders. Nein, aber also ich möchte wirklich niemanden zu nahe treten, aber ich befürchte, ich werde jetzt niemanden zu nahe treten. Ja. Wer im September immer noch denkt, dass diese Blumen noch da sind, hat wirklich. Ja, aber wie hat sie eigentlich gekriegt? So. Naja, halt der Mensch, der als erstes nachgefragt hat. Hast du da wirklich Blumen hingeschickt? Ich glaube. Ja, natürlich. Ja, keine Ahnung. So selbstverständlich. An der Stelle möchte ich gerne Grüße nach Panama schicken, denn Caro hat mir auch geschrieben, ob denn die Blumen noch zu haben wären. Und leider ging die Antwort-E-Mail-Adresse nicht. Also die hat übers Webseitenformular geschickt und ich konnte nicht antworten. Deswegen an der Stelle Grüße nach Panama, aber leider keine Blumen. Hm. Oh. Irgendwas ist immer. Ist Panama ein echtes Land? Ich kenne das nur von Janosch. Das sind die mit dem Kanal. Oh, wie schön ist Panama. Ah ja, na logisch, der Panama-Kanal, klar, selbstverständlich. Logisch. Gibt es ein tolles Johnny Harris-Video? Was? Wir machen nicht so viel Intro, hieß es. Nein, gar nicht. Das hätte er mir halt mal vorher sagen. Nee, wir grüßen jetzt noch Onkel Mirko nachträglich zum 50. Geburtstag. Alles Gute. An den Onkel Mirko muss ich echt viel denken. Ja, es tut mir leid, dass wir nicht angerufen haben. Und erst jetzt. Dass der schon 50 ist, der sieht so viel jünger aus. Und den Julian, alles Gute. Das tut mir sehr leid. Ach ja, wir könnten eigentlich mal so allgemein als Service anbieten. Warte mal. Alles Gute zum Geburtstag. Ich freue mich total, dass du Geburtstag hast. So, Leute, und wenn ihr das jetzt hört, dann schneidet ihr einfach nachher folgende Namen rein. Aaron, Bertram, Claudia, Dietmar. Das bietet mein Service an, das ist so. Ich habe jetzt echt erwartet, dass du den Gag noch ein bisschen weiter ausbreitest. Das ist so krass gewesen, wenn er 20 Minuten lang Vornamen und dann jetzt noch die Frauenvornamen nochmal 20 Minuten. Eigentlich wollte ich euch auch noch fragen, wie euer Urlaub war, aber ich habe ein bisschen Angst, dass wir dann morgen noch hier sitzen. Toll. Ja, aber sind wir mal ehrlich, dich interessiert es doch auch gar nicht. Nee, ich will nur über meinen reden. Du hättest doch auch nachgefragen können jetzt all die Zeit, wo ich schon wieder daheim bin. Fantastisch, unglaublich tolle Menschen. Ja. Punkt. Danke. Er war doch in den Niederlanden. Ich wollte nur über meinen reden. Ja. Aber jetzt traue ich mich nicht mehr. Ja, komm, jetzt erzähl von deinem Urlaub. Ich bin ganz viel Achterbahn gefahren.
im Urlaub. Oh, stimmt. Also ja, das müssen wir den Gag erklären? Das müssen wir jetzt wirklich noch kurz. Das müssen wir wirklich wusste noch ich doch. Ich will wirklich. Ich, doch, ich will auf meiner Arbeit einen Bus chartern, um dahin zu fahren. Weil es gibt Interessenten. Die Sarah zum Beispiel, eine Hörerin, Grüße gehen raus, wie Philipp Sarah so schön sagt. So. Mhm. Die wäre auch interessiert. Jürgen Kraus. Also rentiert, sind schon mal zwei Leute, die rentiert fahren wollen. Was willst du jetzt von mir? Denn? Du willst, dass ich mit dem Bus vorbeikomme und euch nach Holland fahre? Das wäre natürlich das Megageiste. So. Also ich kenne den Podcast, einen Busfahrer. Der. Also Reisefernbusfahrer. Ich auch. Aber die Frage so, nee, ist eine Anreise, egal wie es wert, extra zu ja, das Achterbahn kommt ein bisschen das kommt ein bisschen darauf an, wie geil du auf Achterbahn bist. Also ich bin kein Achterbahn-Konnoisseur, aber ich habe nach dem Park verstanden, es gibt unterschiedliche Achterbahnen und wow. jeder hat so ein eigenes Konzept und es ist eigentlich ganz cool, da so ein bisschen sich drauf einzulassen. Das hast du vorher nicht verstanden. Ja doch, aber ja, wenn du mal hier den Olympia-Ding in München fährst und mal, ich weiß nicht, in Six Flags habe ich das schon mal ein bisschen reingeschmeckt in Amerika, aber ich bin jetzt nicht einer, der 3000 Achterbahnfahrten zusammengesammelt hat. Okay. Habe ich gelernt, dass es solche Menschen gibt mittlerweile. Aber das ist schon ganz geil. Also so ein Park, wo wirklich 6 große Achterbahnen drinstehen und jede irgendwie ein bisschen was anders macht. Heißt deswegen Six Flags, Six Flags? Nee, der heißt ja auch gar nicht mehr Six Flags. Das war mal der europäische Six Flags, aber der heißt mittlerweile Walibi. Okay, aber andersrum, heißt Six Flags deswegen nein, so, weil da 6 große Attraktionen? Okay. Ich glaube nicht. Okay. Ich glaube, da stehen einfach 6 Fahnen. Das Einzige, was ich drüber weiß, dass in deren Werbung immer die Wengerbus-Musik kommt. Deswegen ist das Lied in den USA hauptsächlich als ja die Musik aus Six Flags bekannt. Das hat mir gerade etwas versaut, wenn ich ehrlich bin. So, das Lied oder Six Flags? Ja, also das, dass sie diese Musik da spielen. Naja, das wäre so die Bedingung im Bus, glaube ich, dass man da hinfährt. Ja, die läuft nonstop einfach. Ich war mal mit dem Club auf Schalke. Mit dem Club? Ja, mit dem Club. Im und Clubbus? Hinter mir saß jemand, der 5 Stunden lang böse Onkels gegrölt hat. Oh. Ich dachte echt, ich muss mir die Pulsadern ausschneiden. Das war echt schlimm. Und dann hat der Club auch nur das 1-1 gekriegt in den 90. Minuten. Das war voll bitter. Das ist wie immer. Ja, das stimmt leider. Ich also jetzt machen wir langsam, könnten wir noch über Bier reden? Ich habe nur noch einen wichtigen Tagesordnungspunkt. Du hast hier Zettel verteilt, Philipp. Ja. Oh ja. Ich bitte darum, diese wunderbaren Zettel, in der eure Fragen für 8 draufstehen. Da könnt ihr so viel draufschreiben, wie ihr wollt. Die würden wir gegen Ende der Folge noch verlesen und beantworten. Alle, egal wie viel sie drauf haben. Ja. Ich möchte dir noch zweitverwerten. Die Leute auf der Achterrasse haben es vielleicht schon mitbekommen, aber ich muss für meine Tochter in der 7. Klasse einen Taschenrechner bestellen und ich habe gesehen, da gibt's eine Gravuroption. Und es sind leider nur 25 Zeichen und aktuell im Rennen sind, rechne immer mit dem Schlimmsten. Die ersten Lacher hier. Ihren Namen aber falsch geschrieben. Und in Liebe Enrico. Jetzt, also wenn euch noch irgendwie was einfällt, was man auf diesen Taschenrechner gravieren lassen kann, leider ist die Zeichenbegrenzung, das ist so ein bisschen, ich hätte gern wirklich da noch irgendwie was ganz Peinliches. Also Gute Nacht, Josh, würde drauf passen. Gute Nacht, Josh, würde drauf passen. Ah, ist auch ein guter. Also rechne mit dem Schlimmsten, Komma, deine Eltern, das wäre so mein Favorit, aber das passt leider nicht drauf. Ich muss beim Thema, Terrasse und Gravur, ist mir 7 noch was eingefallen, was ich unbedingt noch loswerden muss, und zwar ist der Tom hier und der Tom und seine Frau haben tatsächlich meinem Aufruf gefolgt und haben mir ein Mini-Spezi-Emblem gemacht. So, also ich, Tom, wo bist du? Da ist er. So, Applaus für den Mann. Sie haben sich extra 2 Stickmaschinen gekauft. Also, nur dafür. Ich denke, ich habe es schon deutlich genug gemacht, aber ich schließe dich in mein Gute-Nacht-Gebet ein. Also vielen herzlichen Dank. Und sobald das quasi fertig ist, werde ich, glaube ich, in nichts anderem mehr rumlaufen, als in T-Shirts, auf dem Original-Spezi ist. Also unten ohne, einfach nur noch T-Shirt. Okay, ich habe das nicht zu Ende gedacht. Ich verurteile niemanden. Ich werde es auch auf Hosen und auf Unterhosen und auf Socken machen. Okay. Das wird super. Jürgen, was haben wir denn für ein Thema? Onlyfans und Spezi. Gina Wald wird geboren. Hat Spezi einen Onlyfans? Das wäre cool. Nein, es ist tatsächlich ein bisschen gefährliches Thema, weil es ist eine relativ bekannte Person. Und ich könnte mir vorstellen, dass Philipp den wahrscheinlich, Philipp kennt eh jeden. Adolf Hitler. Es ist egal. Wow. 17 Minuten. Wow. Du lies mal bitte nicht. Also komm, lies mal bitte nicht mit jetzt. Ich könnte den Philipp den ganzen Tag lüstern angucken, weil das wäre super interessant, wenn wir so. Mhm. Du musst es nachher schneiden, wenn das. Ich strahle jetzt rüber in dich. Ja, ja. Du wirst es hassen, Philipp. Du wirst es sehr bereuen.
da kann er nicht aufgeben jetzt. Nee. Das ist wirklich, also da ist er zu sehr Artist und zu sehr Künstler und er wird es einfach bitter bereuen. Wenn das ist wie, wenn man dann, wenn man dann nachts anfangen weiß, dass man das letzte Bier ist schlecht. Ich würde dann anfangen, wenn jemand leise ist. Ich jetzt meine Zunge in den Mund zu stecken, das kannst du gar wenn nicht. Wenn ihr dann jetzt mal leise wärt, würde ich mal anfangen. Ich stecke ihm gleich über die Wange, wenn er noch weitermacht. Ich würde, wenn ihr dann also, jetzt mal leise wärt, könnte ich... Okay, ich gebe hiermit offiziell auf. Also für diejenigen, die nur zugehört haben, Philipp hat sich natürlich jetzt aufs Nächste an mein Gesicht genähert. Könnt ihr jetzt dann anfangen, wenn ihr mal... Ach ja, finde ich doch aber ganz nicht. Gut. Aber muss nicht. Jürgen! Nee, muss nicht. Jürgen, fang mal an, komm, los. Soll ich? Ich werde dann auch bleib müde. Nee, jetzt wenn alle gucken, kann ich nicht. Philipp lacht, weil der stand gerade am Pissoir neben mir und weiß, dass es gelogen ist. Thomas Frederick Cooper wird am 19. März 1921 irgendwo in Caerphilly in Wales geboren. Gesundheit. Irgendwo in. Irgendwo in. Das steht so da. Das ist kein da aktueller steht, Name. Guck's mir doch ewig schon, denn das steht da so. Ja? Caerphilly. Ja? Okay. Caerphilly. Also ist schon mal bemerkenswert, dass man offensichtlich nicht mehr zurückführen kann, wo er geboren wurde. Ja, in Caerphilly. Wisst ihr, wann ihr geboren wurdet? Was ist die Uhrzeit, oder was meinst du jetzt? Dir ist schon klar, dass wir in Deutschland recht zivilisiert sind und dass das dokumentiert ist? Ja. Bei mir nicht. Ja. Ernsthaft? Bei mir steht nur der Tag drin. Aber warum? Wüsste ich auch gern. War deine Mutter irgendwie im Wald? Nee, beim Krankenhaus. Oder? Wir haben einfach keinen Bock gehabt, es ranzuschreiben. Ja. Ich hatte immer so einen bemalten Holzteller. Von deiner Geburt? Ja, hat irgendeine Tante mit so einer Wiege drauf und da war oben im Eck eine Uhr mit der tatsächlichen Uhrzeit und daneben ein Kalender und mit dem Tag. Immer verstellt, oder? Oder war die aufgemalt? Es war aufgemalt, ja. Aber wie du hattest den, was hast du damit gemacht? Ich bin mir nicht sicher, wo der heute ist. Okay. Also gerade klang es so, als wenn ein Vibrator an wäre. Hast du das auch gehört? Ja, aber das war nicht ich ausnahmsweise. Okay, alles klar. Ja. Jemand langweilt sich extrem im Publikum. Oder hat viel Spaß. Vorsicht, ihr dürft ja nicht hier so an meinem Kabel ziehen. Das ist aber schön. Sonst muss ich hier so. Nicht alles darf. Ich darf nicht auf dein iPad gucken. Ich darf nicht an deinem Kabel ziehen. Ich darf keine Adolf Hitler-Witze machen. Du darfst mir sagen, wie die Person hieß, von der ich gerade erzählt habe. Cooper. Thomas Gut. Cooper. Gut. Ey, zusammen seid ihr unschlagbar. Sein Vater ist der Sohn eines Minenarbeiters. Papa selbst lebt hauptsächlich von seinem Veteranensold. Also der war mal im Krieg. Und der hatte schon mal eine Frau und die hat er aber bei der Geburt des ersten Kindes verloren. Okay, erste These, das ist die Background-Story, auf die sich der Grubengustel bezieht. Der was? Der Grubengustel. Der Grubengustel? Das ist eine ganz weirde Figur aus Entenhausen. Das ist Google mal nach Grubengustel. Das ist so eine Figur aus Entenhausen. Das ist so ein Typ, der echt aussieht, wie arbeitet in der Mine und schlägt seine Frau. Aber in lustiges Taschenbuch. Entenhausen, schlägt seine Frau. Nein, also ich will nicht übertreiben, aber ich sag mal, das Gesicht schaut nicht sehr nett aus. Der heißt einfach Grubengustel. Ich will nicht übertreiben, aber er schlägt seine Frau. Ich kenne die Story nicht. Aber einfach. Aber du hast ihn jetzt einfach unterstellt, weil er hässlich ist, dass er eine Frau Nein, nee, es ist nicht, boah, er ist nicht hässlich. Er guckt wirklich fies. Wahr. Und es sagt jemand mit den Augenbrauen. Aber wir haben doch, Resting Bitch Face is a thing. Es gibt auch sehr nette Menschen, die in Resting Bitch Face haben. Ja, Bitch. Aber seine Frau guckt dann auch noch sehr, sehr traurig ein. Ja, da werden schon Bilder gezeigt. Oh, den kenne ich. So. Das sieht aus wie Dagobert, nur mit einer Gruben. Warst du schon mal in dem Erika Fuchs Haus? Nein. Wollen wir da mal hin? Nein. Ja, ich bin jetzt gar nicht so ein lustiger Taschenbuch-Konnoisseur oder so. Wahrscheinlich steinigen mich jetzt auch innerlich 100 Leute dafür, dass ich die Figur so bezeichne. Und es gibt eine ganz tragische Story dazu. Weiß ich alles nicht. So mit Nierensteinen und so, innerlich. Mhm. Also Thomas Cooper auf jeden Fall. Seine Geburt ist ein kleines Drama, denn die Mutter ist Sie wissen nicht wann, genau, an welchem Tag. Doch. Die Uhr? Aber die Uhrzeit? Die Mutter ist im 7. Monat, als sie auf dem Heimweg vom Kino die Fruchtblase platzt. Oh. Und dann kommt der Knirps viel zu früh herausgeflitscht. Welcher Film? Das hat er wieder nicht recherchiert, die wichtigen Sachen. Will nicht. Ja. Und die Hebamme packt ihn so, hebt ihn hoch. Also hebt ihn, Hebamme, ihn, klar. Ja, guckt ihn kurz an und legt ihn dann ans Fußende vom Bett und sagt, also, nee, sorry, ist ein Schwächling. Und lässt ihn da liegen und das war's dann, oder was? Alter, okay, krass. Und nur weil die Mama sich dann beharrlich zeigt und den Schwächling mit Brandy und mit Milch durchfüttert, kriegt der Junge überhaupt eine Chance. Brandy? Ja, das war früher so. Guten alten Zeiten. Die guten alten Zeiten. Wahrscheinlich aus Dankbarkeit gerät Tommy optisch nach seiner Mutter. Humormäßig dann aber doch nach seinem Vater. Okay. Was die deutlich bessere Kombination ist, denn mit der Mama ist absolut nicht zu scherzen.
Okay, aber Papa. Der Papa ist ein ganz lieber, redseliger, fröhlicher Typ, der geht immer auf die Leute zu und der singt auch mal in der Öffentlichkeit. So ein bisschen wie du. Ja, oder der macht sich auch mal absichtlich zum Affen, wenn er so am Strand die Strandliege aufklappt und dann so die Leute lachen und dann macht er absichtlich das so noch ein bisschen. Weißt, ich stelle mir gerade im Moment so ein bisschen mein Spirit Animal. Ich frage mich, wo er jetzt irgendwie ganz übel abbiegt, weil alle Figuren, die wir irgendwie immer besprechen, wo man denkt, ach, könnte nett werden, ist dann so ein, ja, und dann bringt der Hunde um, oder? Gar nicht. Ich habe den Dumpy von dem Familienvater von Modern Family im Kopf jetzt. Okay? Ja. Das ist schön. Das ist mein Spirit Animal. Das geht auch ein bisschen in die Richtung tatsächlich. Behalt dir das, behalt dir bitte dieses Bild im Kopf. Gerne. Hab dich auch lieb. Als Tommy drei Jahre alt ist, ziehen seine Eltern und er nach Exeter um. Ist schön, dass sie ihn mitnehmen. Ne? Und in so ein ganz klitzekleines Häuschen, weil finanziell sind sie jetzt nicht so wahnsinnig gut aufgestellt und sie müssen ständig so ein Side-Hustle betreiben, ja, um das Einkommen so ein bisschen aufzustocken. Also sie verkaufen zum Beispiel Eis, was ich eine schöne Randnotiz finde. Ja, haben wir auch schon Folgen gehabt. Ne? Da fahren sie zum Beispiel auf Jahrmärkte und verkaufen dort Eis. Und so kommt es dann, dass Tommy alsbald einen Schimpansen als Freund hat. Was? Ja. Na, weil du so auf Jahrmärkten mit Schaustellern und so, weißt du, freundet man sich mit Leuten, Freunde mit einem Affen, okay. Nein, das ist nicht wirklich logisch. Also du behauptest es jetzt, das ist, so, ist ja ein logisches. Weil ich das sage, ist es logisch. Okay, verstanden. Weil es hier steht. Du kritisch hinterfragen ist wichtig, Jürgen. Ja, und es gibt lange eine Diskussion, wer der hellere von den beiden ist und die kann aber zu Lebzeiten der beiden nicht abgeschlossen werden. Na, ist klar. Trotz des eng geschnallten Gürtels schicken die Coopers Tommy auf ein Tagesinternat, was ich schon spannend finde, weil die haben offensichtlich keine Kohle, aber zahlen viel Geld, damit er auf die Schule gehen kann. Und jetzt halt die Hoffnung, der soll es mal besser haben. Der soll es mal besser haben. Aber was ist denn ein Tagesinternat? Na, da übernachtest du nicht. Ja, aber brauchst du einen Unterschied zu einer richtigen Schule dann? Also, nicht die falsche Fragen. Naja, ich vermute, da bist du halt wirklich einen ganzen Tag lang beschäftigt. Ich glaube auch. Deswegen heißt es auch Tagesinternat. Ja, und was ich mir noch vorstellen kann, vielleicht, also es gibt ja auch solche Internate im Mischbetrieb, dass welche übernachten und manche nicht. Das ist eine gute, die nehme ich, die Antwort, die ist gut. Ja, ist halt. Also heute auch noch. Nämlich gut. Nee, also was glaube ich, dahinter steckt, ist, die Mutter kann sehr, sehr gut mit dem wenigen Geld umgehen, das sie haben. Und sie näht. Der Vater nicht? Nee, der Vater, das kommen wir gleich noch dazu, der Vater nicht so. Aber die Mama näht nebenher auch ganz viel so für Freunde und Bekannte und nimmt dann richtig Asche dafür. Also die kann ganz gut. Bisschen wie wir mit den Tassen. Die Kohlen zusammenhalten. Und es kann aber auch sein, dass sie von dem Elternhaus ein bisschen Kohle kriegt. Das ist nicht so ganz klar. Als Minenarbeiter Kohle kriegen ist aber auch witzig. Sie hat, na, der Opa war. Ja, ja, ich weiß. Das ist echt so mit das Beste bei Zoolander, wo er dann quasi versucht, mit seinem Vater wieder zu reconnecten und dann halt hier zu den Minenarbeitern kommt und aber dann in der Kneipe der Werbespot kommt, wo er eine Meerjungfrau ist. Das ist wirklich absolut großartig. Die Mama hat auch immer ganz praktische Tipps für den Umgang mit Geld. Also die sagt zum Beispiel sowas wie, pack nie alles in eine Tasche, weil wenn du dann das verlierst, ist alles weg, ne? Aber wenn du es in zwei Taschen hast. Und du verlierst beide, oder dann noch, ist auch alles weg. Oder noch mehr. Ja. Dann kannst du was verlieren und hast immer noch was übrig. Ist das nicht ein geiler Hack? Das ist ja fast wie so Portfolio und Gedöns von heute. Es ist sogar noch besser, weil eines Tages fährt Tommy mit dem Zug zu seinen Großeltern und extra dafür näht die Mama ihm sogar noch extra Geld in den Jackensaum. Oh, dass nichts passiert. Das und dann klauen sie ihm die Jacke. Aber da hat er ja noch was in den Taschen. Ah. Oder in der anderen Tasche. Ah. Hammer, oder? Ja. 1930 kriegt Tommy noch Verstärkung von dem kleinen Bruder, was insofern ein bisschen blöd ist, weil der Vater gerade das ganze Barvermögen mit einer Spielsucht durchgebracht hat. Oh. Auch das noch. So viel zu, der Vater kann gut mit Geld. Aber irgendwie fangen sie sich wieder und es ist dann auch so, dass die Mama dann dem Papa Taschengeld gibt, also dass er dann wirklich am kurzen, wie sagt man, an der kurzen Leine gehalten wird. Und sie müssen auch nur ganz kurz auf der Straße leben. What? Und können sich dann aber sogar irgendwann einen kleinen Bungalow bauen. Also Sekunde, sie hatten erst ein ganz, 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 ganz kleines Häuschen, so ein Meter mal ein Meter, ja. Dann sind sie jetzt auf der Straße und jetzt ein Bungalow. Genau. Okay. Und da haben sie sogar dann Platz auch hinterm Haus irgendwie Truthähne und Hühner zu züchten, die sie dann auch irgendwie verkaufen. Also da wird's langsam ein bisschen besser. Und die müssen auch wahnsinnig oft Truthahn und Huhn essen. So oft, dass Tommy einmal sagt, er freut sich schon auf Weihnachten, weil es da zur Abwechslung mal Gemüse gibt. Es gibt nur Truthahn und Huhn. Okay, weil ich dachte, ich glaube, es ist ja, ich glaube, er hat ein bisschen übertrieben, aber an sich schon lecker so. Aber ich fand's einen schönen Spruch. Ja. Eigentlich wollte ich aber der lebt jetzt von Milch, Brandy und Truthahn. Okay. Und Hühnchen. Ja. Klingt wie ein Cocktail. Ja. Eigentlich wollte ich aber nur auf Weihnachten zu sprechen kommen, denn das ist ein sehr gutes Stichwort. Denn als er 7 oder 8 ist, bekommt er von seiner Tante Lucy zu Weihnachten eine Box mit Zaubertricks. Da. Und ich glaube, jetzt klickt's bei mir. Jetzt klickt's bei dir. Ja. Aber ich weiß, das Schöne ist, ich weiß keine Details. Das ist gut. Ich weiß nur um die Prämisse.
In der Box sind so Sachen wie eine Spielkarte, die man dann in so eine Streichholzbox verwandelt oder eine Münze, die in einem Glas Wasser verschwindet oder ein, ich tue gerade so, als würde ich jetzt gleich hier einen Trick aufnehmen. Das stimmt, die fuchtelt mit den Händen. Mach das keine Hoffnung. Ich wollte gerade sagen, zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme ist das neue Monkey Island sehr rausgekommen und du channelst gerade ein bisschen Stan mit den Armen, oder? Sonst hätte ich vielleicht auch Zeit gehabt, einen Trick zu lernen, wenn das nicht passiert wäre. Kann aber dein Bier verschwinden lassen, falls du Bock hast. Ja, das kann ich auch ganz gut. Und ein Nagel, der sich so scheinbar durch den Finger bohrt. Mhm. Aber was ist ein Trick? Ja. Bei mir wachsen die auch immer nur da oben, aber naja. Tommys Leben ist nach diesem Geschenk nicht mehr dasselbe. Er übt die Tricks wie ein Besessener, gibt sein ganzes Taschengeld für neue Tricks aus, freundet sich sogar mit Nachwuchsmagiern am anderen Ende der Stadt an, wo er dann immer irgendwie hinfährt, um sich von dem neue Tricks beibringen zu lassen. Ich hoffe, vielleicht verrät ihr nicht alle und hat so eine Maske dann auf. Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, Tommy ist eher so ein, ein Sonderling. Viel zu groß, merkwürdig schlaksig, irgendwas hätte stimmt. Wie hätte ich dir das merken sollen, dass der viel zu groß ist? Dass er ein Sonderling ist. Brandy. Brandy. Wir weiß es nicht, Brandy macht groß. Irgendwas stimmt mit seinen Knien und seiner Nase nicht. Er hat riesige Hände, Pelikanfüße. Er kann nicht geradeaus Fahrrad fahren, weil seine Knie immer an den Lenker dotzen. Ja, ist vor allem doof, wenn du Pelikanfüße hast, aber nur Lami-Hosen. Aber ist Pelikanfüße... Oh, die erste Publikumsstöhne verschmerzt auf. My job here is done. Aber ist, also ja, der war hervorragend. Meine Frage ist jedoch, ist Pelikanfüße actual thing? Ich habe noch nie gehört. So wurde es beschrieben in dem Buch, das ich irgendwann entnervt weggelegt habe. Und dann habe ich selber den Rest zu Ende mir ausgedacht. Den Rest habe ich mir einfach. Also ich fasse, also du hast es vorhin im Vorgespräch nur kurz erwähnt, so der Jürgen hat das Buch nicht zu Ende gelesen, weil das ihn genervt hat. Also ich habe eine gewisse Erwartung, was jetzt diese Story angeht. So. Ich erkläre euch später, warum. Okay. Also. Du hast das Ende dann einfach selber hingehext. Tommy hat kaum Freunde, aber er empfindet große Freude an dem Gedanken, für andere zu zaubern. Wer tut das nicht? Ja. Einer sagt mal über ihn, er ist ein Sonderling, selbst inmitten einer großen Menschenmenge wirkt er alleine. Also so müsst ihr euch den jetzt. Wenn er jetzt gut an der Schule wäre, könnte Mathe-Magier werden. Sein erstes und vielleicht schwierigstes Publikum ist seine Mutter. Weil die hat es auch nicht so mit dem Liebe zeigen. Ne? Also wann immer er einen Trick vorführt, fragt er sie danach, hast du gesehen, wie ich das gemacht habe? Und sie sagt, ja. Und dann fängt er an zu weinen. Tada! Und wie alt ist er? 24? Also, ich sag mal 10 vielleicht jetzt so. Ach so. Aber er führt dann auch die Tricks in der Schule auf und da bemerkt er, dass seine Mitschülerinnen und Mitschüler ihn zur Abwechslung mal wahrnehmen. Die sind viel dümmer als meine Mutter. Das ist ja toll. Ich muss gerade an was denken. Ich habe Zivildienst gemacht in der Kinderklinik und war da in der Onkologie und dann habe ich immer gegen die also N64 gespielt und so und ich habe die nie gewinnen lassen. Wow! Und mein Reasoning behind, ich habe mir irgendwie gedacht, so ich so Leben schenkt dir auch niemand was. Nein, aber ich wollte denen eher so die Hoffnung geben, dass die werden ja noch lange leben und noch lange Gelegenheit haben zu üben und dann besiegen sie mich eines Tages. Ich habe es vielleicht nicht zu Ende gedacht. Aber this took a dark turn. Nur es sind die Stories, die abseitig werden. Heute sind es die Leute. Nein, aber es war eine schöne Zeit. Für dich. Für mich. Für einen der Beteiligten. Nein, es war gemischt. Was hast du mit denen gespielt? So Street Fighter und so? So richtig dreckige 30-Hit-Kombos. So. Nein, gar nicht. Okay. Nur Spaß. Aber schöne Grüße an die Kinderklinik in Erlangen. Die machen einen tollen Job. Ein Glück, dass ich weg bin. Nein, das war jetzt wirklich nur Spaß. Es war ganz toll. Wie nervös wird, vor allem einfach, weil ich ihn damit so ein bisschen. Vor allem, wie einfach jeder Satz das immer nur noch schlimmer macht. Ja, ich halte jetzt auf die Klappe. Das bin ich. Mir fällt auch gerade auf, ich muss eigentlich weg. Ja. Also, soll ich weitermachen? Also, ja, gerne. Wer dir geholfen, wenn ich weitermache? Wenn du aufhörst auf meinen. Thomas Cooper. Also, Philipp. Also, Tommy spielt gerne, macht gerne Zaubertricks in der Schule, spielt aber auch gerne Streiche in der Schule. Zum Beispiel fährt er auch mal mit aufgeschlagener Zeitung Fahrrad. Wobei natürlich niemand bemerkt, dass er sich so kleine Gucklöcher vorne reingeschnitten hat. Ich fand den auch gut. Das ist ein guter Trick. Ich habe echt überlegt, ob ich das mal ausprobieren mag. Im Jahr 1935, im Alter von 14 Jahren, beendet Tommy die Schule und stürzt sich ins Arbeitsleben. Also in ein Praktikum mit der British Powerboat Company im nahen, das kann ich jetzt wieder nicht aussprechen, im nahen Hythe.
Was? Hi-Fi? Ach, du bist ja auch noch da. Schau mal her, Dominik, spricht man das so aus? Du sollst nicht immer auf mein Tablet. Das spricht man Hyrule aus. Das Motto des Unternehmens ist Tradition, Unternehmen, Handwerkskunst. Okay. Die meint's ernst. Fun Fact, die Firma ist spezialisiert auf die Herstellung von? Magie. Magischen Tricks. Magie. Wir stellen Ton abnehmen. Die British Powerboat Company. Ja, ja. Powerboat. Ja. Powerboote, ich wusste zuerst. Torpedo. Torpedoboote! Nein, ja! Oh. Geil. Das ist denen ja, die produzieren Torpedoboote. Ja. Einer muss. Wow. Einer muss. Einer muss, ja. Irgendwo müssen die alle herkommen. Die gehen ja auch ständig kaputt, da muss man eine neue bauen. So. Und die sind überall. Und die sind ja überall. Tommy, das ist jetzt ganz witzig, das habe ich irgendwie nicht ganz verstanden, aber es ist ein geiles Konzept. Tommy gehört bei den Angestellten zu den 10% der Arbeitern, bei denen die Eltern Geld bezahlen, damit die dort überhaupt arbeiten dürfen. Oh, er ist wirklich sehr dumm, ich sehe schon. Es ist scheinbar eine übliche Praxis, so bei wohlhabenden Familien, ja. Und für die Moment, aber sie sind plötzlich wohlhabend? Ja, eben, deswegen ist es ja auch so unglaublich. Also, ja, oder ist das so ein Unpaid Internship-Gedöns? Weil das gibt's ja wirklich heute, dass... Ja, es ist ein Unpaid Internship, nur dass die andere Seite dafür zahlt. Das gibt's aber heute auch noch. Dass du bei manchen Firmen sogar dafür zahlst, weil du verursachst ja Kosten, wenn du da was lernst. Ja, aber bei der Herstellung von Torpedobooten jetzt, ich bitte dich. Also, das hat ein paar lustige Abhängigkeiten, zum Beispiel, dass er nicht einfach so entlassen werden kann. Weil dir wird ja gezahlt dafür. So. Okay. So, also die Kollegen, müsst ihr euch vorstellen, die arbeiten alle total fleißig und diszipliniert. Es gibt sogar ein Bonussystem, ja, wo die Auszubildenden, wenn sie die Arbeit gut machen und diese Prinzipien der Firma treu befolgen, dann kriegen die Punkte und die können sie dann in eigenes Pedoboot einlösen. In eigenes Werkzeug umtauschen. Und so kriegen die so im Laufe der Zeit ihren eigenen Werkzeug, da hat jeder seinen eigenen Werkzeugkasten. Mhm. Tommy hat auch einen Werkzeugkasten. Ist nicht mal ein Schraubendreher drin. Aber also jetzt habe ich mal eine Frage. Und vielleicht hätte man das Dominik. Sensibel, wie man sein sollte, so auch schon raushören sollen, aber ist er geistig? Nein. So. Weil, also, gar nicht. Du hast jetzt wirklich gar so, nicht. Also ich habe das Gefühl, dass er in der heutigen Zeit vielleicht an einer Werkstätte dann gut aufgehoben wäre, aber so viel ist es dann doch nicht. Also wenn du jetzt so sagst, dass du, also seine Eltern zahlen, dass er arbeitet, dass er nicht mal selber Werkzeug kriegt, so. Also ich weiß ja auch nicht, wie du in dem Alter warst, aber ich glaube, in dem Alter haben meine Eltern auch ein bisschen noch gezweifelt, ob ich die Kurve irgendwann noch kriege. Und was ist dann passiert? Ich habe die Kurve nicht gekriegt. Was ist dann passiert? Ich meine, ich sitze heute hier. Ah, okay. Also ich meine, was könnte ich sonst noch drauf antworten? Gegenfrage, hast du seine Mutter hier irgendwo gesehen? Wow. Nee. Ja. Meine Mutter hat mir viel Glück für heute Abend. Meine Mama ist im Urlaub. Ja, schöne Grüße nach Oberstdorf. Das ist halt schon seit 2 Jahren im Urlaub. Ja, schade. Wow. Können wir mal wieder bei Dominiks Eltern anrufen? Bitte. Ja, die Mama freut sich. Ich hab ganz spontan plötzlich Redebedarf. Ah, dein Handy ist leider gerade gesperrt. Das finde ich hier direkt. Also, lieber als zu arbeiten, lenkt Tommy nämlich jetzt seine Kollegen mit Zauberkunststückchen ab. Und es passiert mitunter, dass er den ganzen Betrieb zum Stillstand bringt. Hey, und da war noch ein Torpedoboot, jetzt ist es weg, ja! Oder durchgesägt. Aber der wäre das geil. Unter welchem der Boot ist der scharfe Torpedo? Oh, die 3 wäre es gewesen. Sehr gut. Aber der absolute Höhepunkt ist dieses eine Weihnachten, wo das Management Tommy bittet, doch tatsächlich mal eine richtige Zaubershow aufzuführen. Also sie kriegen schon mit, ja, okay, der Typ arbeitet nicht gescheit, aber zumindest unterhält er irgendwie die Leute. Also holen wir ihn auf die Bühne. Also belohnen ihn dafür, dass er die Arbeit negativ beeinträchtigt. Ja, andersrum, solange der Typ ja nicht den Laden sozusagen negativ. Quasi, ja. Okay. Naja, Moment, aber solange die Produktivität ja nicht sinkt. Ja, kannst du den Typ machen lassen, was du willst. Was passiert dann mit der Produktivität? Nein, das meine ich schon sozusagen. Aber solange der plus minus null verursacht ungefähr, du kriegst ja noch für den Geld. Nee, also du musst dir nicht dafür sorgen, dass der Typ irgendwie produktiv arbeitet, solange er nicht andere noch stört. Und du hast ein gratis Programm für Weihnachten. Das klingt wirklich ein bisschen nach Sean. Also ich würde ja manchmal echt gern arbeiten, wo du arbeitest. Also einerseits 1000 Geschichten über die Arbeitskolleginnen und was so auf der Arbeit passiert. Und andererseits auch einfach dieses, der und der ist unproduktiv, der ist faul, die haben was miteinander. Nein. Was? Da ist was passiert. Ich behaupte das. Ja, die Arbeitskollegin macht das und so. Und naja. Ja, stimmt, sage ich ständig. Ja. Nein, es ist einfach nur ein Spaß auf dem Rücken. Kosten der Leute. Auf Kosten von Sean. Und von Leuten, die sich nicht wehren können. Sean ist wirklich eine herausragende Arbeitskraft. Er ist auch ein herausragender dritter Podcaster. Ja, der war nicht so gemein wie ich heute. Das stimmt. Für Tommy
ist es das jetzt, ne? Die große Bühne, ja? Das, endlich, das, mal, endlich mal Zaubershow. Das ist der Durchbruch, ja? Er ist mega aufgeregt, hat super Lampenfieber. Die Beine sind weich wie auf dem Herd vergessene Spaghetti. Die Kehle trockener als die von Harald J. 17 Jahre nach seinem Tod. Sekunde, sind das grad, ist das gerade die sein Situation Hals, von Moment, Eminem Rap? Ich muss ihn doch nicht ich seine, muss ihn zu Ende bringen. Ja, ja, ja. Sein Hals ist rauer als der von Johannes. Es tut mir leid. War das gerade die Jürgenschen Variante? Es tut mir leid. Von den Eminem Lyrics? Ja, es tut mir leid. Ich habe gedacht, ich komme groß raus, aber ich mache einfach weiter. Ja. Du brauchst auch noch Brandy und Milch. So schaut's aus. Tommy betritt die improvisierte Bühne und beginnt mit seiner Show. Aber es läuft nicht wie geplant. Die Zauberutensilien fliegen durch die Gegend. Ein Ei hängt ihm an der Schnur aus dem Ärmel. Der Trick, wo er die Milch in die Zeitung kippt und die dann verschwinden soll, geht schief und es ist eine immense Sauerei. Aber Sekunde, auf der ist Bühne. Es so dumm, dass es wieder lustig ist? Er verliert seinen Zauberstab. Alles geht daneben. Aber das ist ja wieder großartig. Das Publikum begeistert. Ja, natürlich. Ja. Ist doch geil. Tommy steht auf der Bühne, ringt mit den Tränen. Die Zuschauer auch, aber aus anderen Gründen. Als der Junge weinend von der milchgetränkten Bühne schwimmt, kann er die Kollegen auch 5 Minuten später noch grölen hören. Okay, es ist irgendwie traurig für ihn, aber irgendwie auch schön für ihn. Ich weiß nicht. Das ist und da denkt er sich? Das ist mein Ding. Da denkt er sich, hey, ja, vielleicht lässt sich damit ja einen Lebensunterhalt bestreiten. Ja. Als Schreiner ist er jedenfalls komplett untauglich, ja, das haben wir jetzt schon gemerkt. Dafür ist er unkündbar. Aber jetzt nach so ein paar Jahren in diesem Dead-End-Job streift er dann durch die Stadt und so. Also macht er jedes Jahr dann das Weihnachtsprogramm? Ja, das wäre so, ich glaube, das wäre tatsächlich, entwickelt sich gerade der Wunsch in ihm, aber es kommt ihm dann die Gesamtweltlage dazwischen. Also. Mal wieder Krieg? Es gibt mal wieder Krieg. In einem für mich jetzt nicht ganz so nachvollziehbaren Akt des Patriotismus, das passt irgendwie gar nicht so richtig zu ihm, aber er meldet sich freiwillig und landet, ich glaube, im Jahr 1940 als Trooper bei den Royal Horse Guards. Muss er dafür auch zahlen? Nee, ich glaube nicht. Okay. Und die Sache mit der Armee, das kürzen wir jetzt ein bisschen ab und da habe ich nur 5 total unwesentliche Randnotizen. Erstens, Deutschland verliert. Er gewinnt einen Schwergewichtstitel im Boxen. Wow. Zweitens, er bricht sich die Nase. Okay. Drittens, er fällt während einer Parade mitsamt Sattel vom Pferd. Viertens, er schläft während der Wache im Stehen ein und wird vom Sergeant erwischt. Das bin ich. Und fünftens, er wird angeschossen. Okay. Wollt ihr zu irgendeinem dieser Punkte noch also mehr erfahren? Also mitsamt dem Sattel vom Pferd fallen ist extrem also, würdelos. Danke, dass du fragst. Ja. Das war mir auch nicht. Oh, das wollte ich noch meine Frau fragen, das habe ich jetzt vergessen. Ja. Mist. Aber scheinbar ist es ein Ding, dass Pferde einatmen, bevor man ihnen den Sattel anlegt und die Schnalle schließt. Ich glaube, dass Pferde auch atmen, ja, tatsächlich. Nein, die machen das absichtlich, okay. Ja, weil ihnen das unangenehm ist, so okay. Eng zugeschnallt zu werden. Und deswegen, der Profi, der schnallt es zu, wartet und schnallt dann noch ein bisschen enger. Ah, okay. Und das hat aber Tommy keiner gesagt. Deswegen ist er in Parade mit 100 Soldaten und 99 satteln auf und einer sattelt unter. Ich hätte jetzt vermutet, dass man das gesagt bekommt, aber so. Hätte. Ich habe kurz überlegt, wie geil das wäre, wenn hier die Live-Übertragung von der Queen ihrer Beerdigung ist und einer völlig würdelos einfach Senior macht. Mittendrin. So ungefähr darfst du dir das vorstellen. Das wäre sehr witzig. Vielleicht doch noch kurz zu der Sache mit dem Einschlafen im Stehen, was ich echt eine bemerkenswerte Leistung finde. Also das könnte ich nicht. Aber er schläft während der Wache ein. Der Sergeant bohrt sich vor ihm auf. Und er wacht auf und realisiert, dass er jetzt in einer brenzlichen Lage ist. Denn das ist eine wirklich sehr, wie soll ich sagen, es ist nicht nur ein Fauxpas, sondern es ist wirklich, wird normal mit schweren Strafen belegt. Kein Zauber mehr. Aber er ist geistesgegenwärtig und sagt Amen. Edgy Badge reingefallen. So. Er hat so getan, als wenn er gebetet hätte. So. Und er kommt tatsächlich aus dieser Nummer einfach raus. Okay. Krass, oder? Ich finde ja diesen Sonderstatus von Religion, das sollte man mal hinterfragen. Das hat noch nie jemand getan. Naja, und das mit dem Angeschossen vielleicht auch noch ganz kurz, das beendet dann tatsächlich seinen Dienst, aber er bleibt im Militär erhalten und er landet dann in dem Unterhaltungsteil des Militärs. Ja? Also so wie die Musiker heute. Genau. Verlässt den aktiven Dienst. Er war in Ägypten stationiert und tritt der Navy, Army and Air Force Institute Entertainment aber Party. Er ist ein Brite, ja. Ja. So, weil ich habe kurz überlegt, weil ist ja der Zweite Weltkrieg und hier also Marilyn Monroe und Co. waren ja auch zur Truppenunterhaltung dann quasi vor Ort, wenn er dann quasi seine Zaubertricks so Marilyn Monroe in 2 Teile sägen würde. Ja, oder so ein Milch wird rationiert und dann kippt er sie weg versehentlich irgendwie in diese Tüte und Schluss.
Ich fand das mit Marilyn Monroe spektakulär. Ja, aber es ist ja vielleicht auch dann noch witziger, wenn er als Brite Marilyn Monroe in zwei Teile sägt. Ja. Yeah. Schade. Und dann nur einen wieder zurückschickt. Einen Teil zurückschickt. Ja. Naja, also er landet da eigentlich, man könnte meinen, an der richtigen Stelle. Ne? Also ist er eigentlich ganz gut aufgehoben, ja, oder? Schon. Und tatsächlich bleibt er insgesamt 7 Jahre beim Militär, auch nachdem der Krieg noch vorbei ist. Also die sind ja dann auch noch irgendwie in allen möglichen Ländern stationiert. Und er reist dann mit dieser Truppe da durch die Gegend und er führt da Zaubershows auf und andere Sachen. Aber bei seinen Zaubershows ist er tatsächlich jetzt so weit, dass er jetzt natürlich die Tricks absichtlich verpatzt. Ja, also er ist aber jetzt das schon, ist jetzt sein Ding. Also selbst beim Militär, wo das Ganze ja irgendwie ernst genommen wird, so. Das ist jetzt schon, das ist sein Ding. Das wird gerade zu seinem Ding. Okay, er macht eine Zauberparodie quasi. Genau, also er merkt, dass die Leute das cool finden, alle lachen drüber und das ist wirklich, damit ist er jetzt quasi ja auf Tour. Okay. Und es gibt da schließlich dann diese eine Show in Kairo, bei der er mit einer absichtlich schlecht sitzenden Uniform auf die Bühne geht. Also das ist Teil von seinem Gag. Und das ist eigentlich auch so ein Riesen-Eklat-Thema, selbst für einen Comedian im Militär. Gar nicht. Du kannst nicht mit einer schlecht sitzenden Uniform auf die Bühne. Also es geht gar nicht. Aber er nimmt sich das einfach raus und stellt sich dann hin und grinst es einfach weg, obwohl die Menge raunt und also müsst ihr euch wirklich so vorstellen. Und dann ist er 2 Jahre im Knast und dann geht die Story weiter. Nee, er trägt auch noch einen Tropenhelm dabei und hat sich irgendwie das Wort Herr auf die Brust geschrieben. Ich weiß auch nicht genau, warum. Herr wie Haare? So wie Haare, ja. Okay, das weiß ich auch nicht, warum. Weiß ich auch nicht, warum. Wegen dem Musical. Das finde ich extrem unbefriedigend, dass du das so einfach so sagst. Bei einer späteren Aufführung von der gleichen Nummer, ebenfalls in Kairo, vergisst er allerdings seinen Helm. Also hat er vergessen, irgendwie diesen Helm einzupacken. Und dann überlegt er sich, was mache ich jetzt? Und bevor er auf die Bühne geht, schnappt er sich spontan den Fez von einem vorbeieilenden Kellner und setzt sich einfach den auf. Was ist Fez? Ein runder Hut. Du weißt nicht, was mit, Fez ist. Mit so einer Korte. Das ist so ein rotes Ding. Hier so. Ach, ein Fez. Na klar. Hast du das Spiel, ernste Frage, hast du das Spiel Fez gespielt? Ja. Die Hauptfigur hat so einen kleinen roten runden Hut. Das ist, also der Hut ist ein Fez. Das, danach war mir das Spiel bewusst. Benannt. Ja. Ja. Indie Game the Movie, sehr interessante Dokumentation. Damals hier irgendwie noch ein Riesending durch digitale Distribution. Kann man auch heute noch wie ist denn das? Bei Indiana Jones hat irgendeine Figur doch auch einen Fez auf. Daher kenne ich. Der Jonathan Rhys Davies, der dann später hier Gimli gespielt hat. Ist es zu lange her? Ja. Ah, okay. Also ich weiß nicht, ob ihr diesen Komiker mit dem Fez schon mal gesehen habt. Aber der wird dieses Ding nie mehr ablegen. Das wird sein Markenzeichen und den hat man vielleicht. Das ist der. Den hat man vielleicht schon mal gesehen. Okay. Du hast ihn noch nie gesehen, aber Philipp wahrscheinlich. Ja, ich glaube schon. Merkt euch den Fez. Was für ein Fez? Bei einer Überfahrt. So heißt, glaube ich, hier meine Zwischenüberschrift. Was ein Fez. Philipp, ich mag, wie wir denken. Ich nicht. Bei einer Überfahrt nach Alexandria. Was soll das heißen? Ja, ich mir denke, boah, ist der Gag Schleiße. Und du sagst, ha, ich habe das hier auch stehen. Ich denke mir, das ist auch nicht besser. Aber das mag ich irgendwie auch wieder. Bei einer Überfahrt nach Alexandria, von wo weiß ich nicht mehr genau, wird Tommy von einer Dame beobachtet. Die heißt Gwen. Und sie sagt später, das Erste, was mir auffiel, war, dass das Blau des Meeres dem seiner Augen entsprach. Oh. Er hatte die, das muss ich jetzt leider auf Englisch sagen, weil da kann ich nicht übersetzen. Er unmöglich, hatte die, muss man O-Ton hören. Er hatte die most magnificent Physik. Magnificent? Magnificent Physik. Also er hatte irgendwie die beeindruckendste Körperform oder Statur vielleicht. Statur. Ja, gut. Die ich jemals gesehen habe. Er war unfassbar attraktiv auf eine hässlich attraktive Art und Weise. Das schreibe ich auch immer mit meine Tinder-Bios rein. Also die wirklich Leute fragen, wie soll man sowas schreiben? Schreib sowas. Das werde ich mir jetzt tatsächlich notieren. So, darf ich nochmal? Er war unfassbar attraktiv. He was terrifically attractive in an ugly attractive sort of way. Okay, also. Ist das wirklich in deinem Tinder-Bio? Attraktiv. Okay. Frag nur. Mutig, Dominik, mutig. Ja. Lieber gut. Aber er hat es gespeichert. Cool. Sie muss seine Show allerdings von draußen, also sie sind auf diesem Schiff, ne? Und sie sitzt aber draußen auf Deck und er macht irgendwie drinnen eine Show und sie muss von draußen durch die Glasscheibe zugucken, weil sie Grippe hat. Und obwohl sie von draußen jetzt kein Wort versteht, ist ihr klar, hey, das ist der witzigste Mann, den ich jemals gesehen habe. Also, er gehört ja nicht in dem Moment. Ich meine, vielleicht hat sie auch einfach noch nicht viel gesehen, ne? Aber sie außen, wenn sie Grippe hat? Ja. Okay, alles klar. Ja, blöd wäre, wenn alle raus müssen und sie bleibt doch drin. Also auch doof. Ihr Geisteszustand macht mir ein bisschen Sorgen. Oder? Also sie ist selbst eine ziemlich begabte Entertainerin, also sie spielt Klavier und wie der Zufall es so will, dauert es nur wenige Tage, bis die beiden dann auf einer Bühne nebeneinander sind und sie ihm auf den Flügel begleitet.
Also es gibt dann irgendwie musikalische Untermalung zu seiner Show. Mhm. Und das fehlt uns tatsächlich noch. Das wäre tatsächlich irgendwie mal geil, wenn so mandatory wäre, wo immer wir auftreten, dass so ein fetter Flügel hier steht. Ja. Auch so von einer bestimmten Art halt irgendwie drecksteuer und muss hier halt vorne weit ist doch so ein sein. Geschäft, und so. Da stehen irgendwie 20 solche Dinge drin. Vielleicht müssen wir nur da mal aufnehmen. Ja, aber andersrum, spielt denn überhaupt jemand drauf? Oder ist es nur so steht im Rider drin, da muss am Ort, wo wir auftreten, also ein Flügel stehen und dann passiert mit dem nichts. Nein, was ich extrem witzig fände, ist, wenn quasi die Forderung ist, dass ein unvorstellbar teurer Flügel da sein muss, aber meine Tochter spielt. Okay. So mit ihren 6 Jahren. Ja. So, also dass das halt auch. Achso, ich hab gedacht, um dein Bier abzustellen. Nein, extrem schief und scheps ist so die ganze Zeit. Die spielt Flügel? Das wäre auch gut, wenn die Anna dabei wäre, weil dann wird man nämlich früher aufmachen, Schluss machen, weil die muss nämlich ins Bett. Das glaubst du. Bei denen akzeptiert ihr das Ganze. Das glaubst du. Ja. Nach der Aufführung, die fahren dann irgendwie mit so einem Armeebus da irgendwie weg und da sitzen die nebeneinander und Tommy fragt. Ah, der ist nicht mehr auf dem Boot jetzt. Nee, ist nicht mehr auf dem Boot. Okay. Tommy fragt, darf ich meinen Kopf auf deine Schulter legen? Ein bisschen so wie der Philipp und ich gerade. Und sie sagt, certainly not. Ja, cool. Auf gar keinen Fall. 2 Wochen später macht ihr ihren Heiratsantrag. Was, er macht ihr 2 Wochen später einen Heiratsantrag? Ja, und sie nimmt an. What? Okay. Also mir fehlt Kontext. Vielleicht mag sie einfach nur nicht den Kopf auf der Schulter. Also ich habe das auch nicht. Ich gebe nur wieder, ja. Ich habe die, jetzt wollte ich gerade sagen, ich habe die Geschichte nicht geschrieben. Doch, ich habe die Geschichte geschrieben, aber ich habe sie nur aufgeschrieben. Ich finde es übrigens interessant, dass du wirklich denkst, dass ich das lesen kann, was da steht. Du guckst aber da immer so. Ja, aber ich denke mal halt so, ich versuche die ganze Zeit rauszufinden, wie weit es nach unten geht. Das steht hier. So. Also jetzt möchte ich mal kurz was bemerken. Ich finde es ja cool, dass ganz viele so Podcasts und YouTube-Formate irgendwann immer Leute finden, die sagen, oh, diese Stelle ist total witzig, wenn man die aus dem Kontext reißt und einen Comic dazu zeichnet. Oder so ein Cartoon. Kennt ihr das nicht? Nee, nein. Das ist ein Konzept, was ich noch nie mehr gehört habe. Podcast, der Cartoons zeichnet. Nein, es nehmen Leute die Audiospuren sehr aus. Sehr langweilig YouTube. Vor, wenn man jemandem zuhört dabei, wie er einen Cartoon zeichnet. Ich war neulich beim Gott. Der Känguru-Zeichner Marco Beckling. Aber der Zeichner hat live quasi Panels von Känguru-Comic von der Zeit. Und das haben die aufgenommen? Das haben die aufgenommen, glaube ich. Auf Ton? Ja, nee, glaube ich nicht. Hört man einfach so, immer nur so ein bisschen quietschen von. Aber ja, bitte führen Sie fort. Philipp wollte noch irgendwas total, wir haben ihn jetzt nur einfach tot gequatscht. Ja. Okay. Es ist Gwens erste Ehe. Habe ich ihr euch erzählt, dass die Gwen heißt? Ja. Yeah. Die heißt Gwen. Es ist ihre erste Ehe, aber ihr zweiter Verlobter. Denn der erste war Pilot und ist bei Angriffen auf Köln ums Leben gekommen. Und sie sagt dazu später, wäre er noch im Leben gewesen, ich hätte die Verlobung aufgelöst. Ich habe mich Hals über Kopf in Tommy verliebt. Okay. Es fällt für mich in die Kategorie, das sind so Dinge, die behalte ich für mich, aber boah. Ja, ist von mir immer auf andere schließen. Für das Andenken des Mannes tatsächlich schwierig. Ist schwierig. Ja. Die beiden heiraten auf Zypern am 24. Februar 1947 und Tommy ist in der Zeit so arm, dass Gwen sich selbst einen Ring kaufen muss. Also die Kohle, die sie haben, reicht gerade so für eine Eintages-Hochzeitsreise ins Hotel nebenan. Und irgendwann in der Zeit kriegt Gwen auch ihren Spitznamen Darf. Die Taube. Täubchen. Gurr. Dorf, das Täubchen. Sie wird auch mal dann später nochmal mit Tommy auf der Bühne stehen, aber die meiste Zeit wird sie im Rampenlicht hinter ihm bleiben. Kurze Zeit nach der Hochzeit lernt Tommy Gwens Eltern kennen, weil er da einfach mal hinfährt, ohne dass sie dabei ist, was ich auch irgendwie cool finde. Moment. Und der Schwiegervater führt ihn dann stolz durch den Metallhandwerksbetrieb, den er hat. Hey, wissen Sie, was ich mit Ihrer Tochter mache? Und Tommy führt dann prompt ein paar Zaubertricks auf und legt den ganzen Betrieb erstmal lahm. Das kann er ja, ne? Das kann er ja gut. Noch im Frühjahr hat Tommy zum ersten Mal ein Vorsprechen im zivilen Unterhaltungssektor. So, ja, hey, wir zünden jetzt die nächste Stufe, pass auf. Ich weiß heute nicht mehr genau, wie es lief. Aber als Tommy und Gwen nach London ziehen, gibt es solche Termine dann sehr, sehr regelmäßig. Unter anderem auch bei der BBC. Also Vorsprechen oder wirklich Aufführungen? Ne, Vorsprechen. Vorzaubern. Im Juni schlägt er dort auf und die Notizen der Television Booking Managerin lesen sich wie folgt. Kann nicht schauspielern, kann nicht singen, leicht glatzköpfig, kann ein wenig tanzen, ein unattraktiver junger Mann mit gewöhnlicher Sprechstimme und einem extrem unvorteilhaften Erscheinungsbild. Hallo. Das ist mein neues Tinder-Profil. Nonchalante Herangehensweise, armseliges Vokabular, unangenehme Manieren. Den Rest kann ich ja weglassen. Aber Manieren habe ich schon. Also ich würde sagen, er kriegt damit den Stempel
ungeeignet fürs Fernsehen. Aber die, ist er immer noch, ist sein Ding immer noch, dass er quasi Comedy und Zaubern? Ja. So, weil dabei ja jetzt keine Rede davon, so, ob er witzig ist oder nicht. Nee. Nicht witzig. Na, ich würde mal sagen, einfach in dem Moment ungeeignet fürs Fernsehen. Ja. Und. Damals hatte man noch Niveau, ne? Er ist ein bisschen geknickt tatsächlich auch und es braucht viel gutes Zureden von seinem Täubchen, um diese Pleite zu überwinden. Und mein Täubchen. Sie überredet ihn schließlich, das wenige Geld, das sie besitzen, in einen Anzug zu investieren. Und in einen Kamelhaarmantel. Wer braucht schon Essen und ein Dach unterm Kopf? Und Tommy, wenn man einen Kamelhaarmantel haben kann. Tommy sagt daraufhin, ich war der bestgekleidetste arbeitslose Künstler in London. Mm. Dafür geht Gwen sogar, also die geht wirklich die extra Meile, ja. Die schrubbt die Treppen anderer Leute so, ja, um ein bisschen Geld zu verdienen. Das macht sie allerdings nur um Mitternacht, damit sie niemand sieht. Weil sie Angst hat, dann sozusagen als Schauspielerin abgewertet zu werden. So, so in der Art. Mhm. Später kriegt sie dann einen Job in der Fabrik, bei dem sie Augen in Puppenköpfe einsetzt, wo ich jetzt, boah, ist das creepy, wo ich jetzt echt nicht weiß, was schlimmer ist. Nachts in Mitternacht Treppen putzen oder Puppenaugen in Köpfe einsetzen. Ich habe neulich erst die Dead Meat-Folgen zu Chucky gesehen. So, Dead Meat ist ja einer der YouTube-Kanäle, die ich gucke, wo dann Horrorfilme in 20 Minuten zusammengefasst werden. So. Und das hältst du durch? Das halte ich durch. Okay. So, der macht das ziemlich witzig. Ich dachte, du schaffst nur Wikipedia-Artikel über Horrorfilme. Nee, ich bin schon bei Dead Meat auf YouTube. Krass. So, sehr empfehlenswert. Ich habe mir neulich mal diesen gehypten koreanischen irgendwas Horrorfilm, diesen der brutalste Film aller Zeiten. The Hunger, oder wie heißt der? Nee, hier. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß tatsächlich. Ja, aber der hat auch mal zum Video gekommen. Der war total schlecht. Also das war wirklich einfach nur. Einfach doof. Ja, es war einfach doof. Kein Event Horizon. War einfach nur so ein bisschen Splatter. Event Horizon ist, glaube ich, immer noch Holla die Waldfee. Holla die. Hast du den gesehen? Ja, aber es ist schon ewig her. Ich kann mich null erinnern. Ja, der Matze guckt den nochmal mit dir. Ja. War das der mit Vin Diesel? Nein, das war. Nein, das. Pitch Black. Das war Pitch Black. Nein, das ist mit Sam Neill aus Jurassic Park. Ich habe den garantiert, in der Zeit habe ich alles geguckt, was irgendwie in der Videothek stand. Also ich habe den hundertprozentig gesehen. Ja, das ist die Ausrede für jemanden, der nicht zu seinem Pornokonsum steht. Alles, was im vorderen Teil der Videothek stand. Alles klar. Ich habe mal in der Videothek gearbeitet, habe ich das schon mal erzählt? Mal für 2 Wochen oder so. Das ist Moment, haben deine Eltern dafür gezahlt und B, wie, warum arbeitet man dann nur für 2 Wochen? Ja, die hat dann leider geschlossen. Hat das was damit zu tun? Nein, das hatte mit mir nichts zu tun. Was für der einzige Kunde fängt heute das Arbeit an, wir haben keine Kundschaft mehr. Ich habe die Nummer von seiner Mom, wir klären das mal. Auf jeden Fall war ich der beste Kunde, deswegen habe ich dann auch irgendwann angefangen dort zu arbeiten, weil ich dann die Firma während der Arbeit gucken kann. Ja, und dann hatten sie keine Kunden mehr. Und nicht mehr ausleihen musste und wahrscheinlich deswegen, ja. Ja, also dann hatte ich doch was damit zu tun. Naja, also der größte Luxus, den sich die beiden leisten, ist, dass sie am Sonntag spazieren gehen und danach ins Pub, wo jeder dann ein Pint trinkt. Mhm. Bis auf das eine Mal, wo sie ein bisschen über die Stränge schlagen und 12 Pints trinken. Jeder. What? Was ich echt bemerkenswert finde. Ja, kommen dann auf die 12 Wochen lang nicht mehr. Und Gwen muss am Ende dann vor Ort ihre neuen Strumpfhosen verkaufen. Oh Gott. Damit sie mit dem Bus zurück nach Hause fahren können. Hm. Aber so im Stil von getragen von mir deswegen? Oder? Weil ich meine, also wer will denn da jetzt getragene Strumpfhosen? So sagt es die Legende. Legendary. Naja, Nylonstrümpfe waren schon ein begehrtes Gut. Also vor allem, wenn sie getragen sind. Es klingt trotzdem creepy. Es klingt echt creepy. Also wenn jemand eine Rotze, vor allem, wenn du überlegst, Frau, die Strümpfe wer abnimmt, um die Zeit noch im Pub sitzt. Okay. Naja. Das ist ein Punkt. Tommy verdient ein paar wenige Kröten als Straßenmagier. Es ist nicht viel, aber es ist mehr als die meisten anderen Straßenkünstler in der Zeit. Und er sammelt wahnsinnig wertvolle Erfahrungen über Publikum. Also ein Publikum zu halten, das quasi nicht bezahlt hat für deine Show. Und das zu, also so ja? Wie... Wirklich? Ja, was genau? Es ist ein Knochenjob. Ja, es ist ein Knochenjob. Okay, alles klar. Er jobbt auch in anderen merkwürdigen Unterfangen. Er verkauft zum Beispiel Treppenpolituren, was auch wirklich... Treppenpolituren, was extra flutschig. Wird zu dem Job seiner Frau irgendwie passt. Ja. Ich weiß nicht, ob da ein Zusammenhang irgendwie besteht. Er verkauft aber noch viel schlimmere Sachen, so komische Radioempfangsverstärker, Geräte, Orgonyt, die irgendwie nur Pappdeckel mit Kabeln drin. Also so ganz, also der, ganz weirde. Also so Pearl-Katalog. Ja, so ganz weirde. Bevor es einen Pearl-Katalog gab. So, was ist denn nicht aus Pearl geworden? So Wassergleichrichter. Aber die gibt's noch. Die machen ja, die genau das, auch, die machen genau auch das Gleiche. Die sponsern auch irgendwie Events und die haben Fabrikverkauf und so weirden Kram. Hä, aber also irgendwie nicht die Events, wo ich bin. Was für ja, Events? Ja, ja, ja. Nein, ich habe nur Rock'n Park produziert. Nee, ich habe neulich bloß gelesen, dass die irgendwo Events sponsern und dass die dann einfach so einen Stand haben, wo du hingehen kannst und dann, ja, hier ist unser Katalog, okay. Ja, hier, du kannst dieses 12-in-1 Radio mit einer Zahnbürste drin direkt dann dort kaufen. Die Rookie Jam World Tour präsentiert von Pearl. Ja. Ja.
Ja, Pearl Jam wird noch geeignet. Pearl Jam wäre super. Tommy, das ist das erklärte Ziel, er will ins Fernsehen. Wer will das? Das Fernsehen ist so neu und spannend, ja. Also das ging in UK, gab es 1936 die erste Sendung und jetzt sind wir irgendwie so 19, ich habe keine Jahreszahl, 47, 48, 49, sowas. Und da hat gerade BBC 1 und BBC 2 erst angefangen und die lassen eigentlich fast jeden rein, ja, weil das noch so neu ist und die erstmal. Ich hätte jetzt tatsächlich genau umgekehrt gedacht, dass es halt ähnlich wie hier der Golfclub von Morris. Das halt da super Nee, das kommt erst später. Das, okay. Also am Anfang ist es wirklich so, wir müssen erst mal gucken, dass wir überhaupt den Sender voll kriegen. Okay. Und Monty Python kommt dann erst ein paar Jahre später noch, ne? So, dann ändert sich's, glaube ich, danach so ein bisschen. Okay. Aber in der Zeit kommt eigentlich jeder rein. Aber Tommy hat so ein bisschen seine Schwierigkeiten. Er hat aber jetzt dann auch einen Agenten, Miff Ferry. Das ist eine bekannte Musik- und Showgröße, die in den 1940ern unterwegs war, der jetzt mittlerweile Autor und Produzent ist. Und der nimmt jetzt Tommy unter Vertrag. Auch wenn, so rumort es bis heute, das ein Vertrag ist, der ihm eine überdurchschnittliche Provision zusichert, mhm. Ja, was schon mal irgendwie auffällt. Falls Geld reinkommt. Und wenn ich es richtig verstehe, kann nur Miff den Vertrag kündigen und er kann ihn beliebig oft verlängern. Wie heißt der? Miff? Miff. 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 Was war das? Sag nochmal. Miff. 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 Klingt lustig. Miff? Bin ich der Einzige, der das witzig findet? Bist du der Einzige, der falsch ausspricht? Aber dann sag nochmal. Miff. Kommen wir uns jetzt auch näher? Miff. Nämlich jetzt auch, wenn ich stinke? Nein, ja. Das war Miff. Das war Miff. Miff. Die Doofen. Das also nur Miff kann diesen Vertrag kündigen, okay, und beliebig oft verlängern, was ich eine sehr wilde Klausel finde im Vertrag. Wird man so nicht mehr abschließen heute? Ja. Also die beiden bleiben, das der Vollständigkeit halber, für sehr, sehr lange Zeit ein berufliches Paar. Bisschen wie Britney Spears mit ihrem Dad. Damit hat Tommy jetzt einen festen Job erstmal auf den Bühnen der Stadt, also der bucht ihn jetzt halt auf verschiedene Bühnen, halt welche in irgendwelchen Stadt Theatern ein, in London. Wir sind in London, also das ist ja nicht. Also erstmal so. London als, kennt man ja. Ja, hat man schon mal gehört. Ne, hat man schon mal so gehört. So als Begleitact von so einer bekannten Musikerin. Musiker. Darf er mit auftreten und er tourt dann wirklich jetzt für die nächsten Jahre durch immer größer werdende Clubs und Theater. Und die Arbeit mit Miff, die lohnt sich. Bis April 1948 verdient Tommy 223 Pfund. Das ist so, In den 12 Monaten danach sind es schon 738 Pfund. Oh, so. Es geht aufwärts. In den 12 Monaten danach sind es fast 1600 Pfund. Und in den 12 Monaten danach sind es schon 3000 Pfund, also ein Vermögen. Ja. Ich bin jetzt wahrlich enttäuscht, dass du sagst, ein Vermögen, weil du hast so ja. Und jetzt schon, hallo? Wie du er das lautmalerisch an? Und dann, nein, ich wollte eine lautmalerische Einschätzung und nicht ein Vermögen. Ich wollte so, yeah. Möw? Ist ein ehrlicher, hart arbeitender Geschäftsmann. Immerhin. Aber menschlich irgendwie halt ein Arsch. Ja, das habt ihr vielleicht an den Vertragsklauseln schon ablesen können. Man muss ja nicht unterschreiben. Das ist so ein Typ, weißt, der winkt Tommy dann so mit dem kleinen Finger und erwartet, dass der sofort dann herbeieilt und er behandelt ihn wie so einen Schuljungen. Mhm. Und Tommy macht sich so einen Spaß draus, den einfach so ein bisschen auflaufen zu lassen manchmal und ihn auch öffentlich so mitunter ein bisschen schlecht zu reden. Und er sagt zum Beispiel mal öffentlich, ich habe eine Klausel in meinem Vertrag, dass ich eingeäschert werde, damit mein Agent seine 15% von meiner Asche haben kann. Asche wegen so Geld und Asche das, und so, versteht ihr? Das gut, ne? Garantiert so. Sollen wir mal eine Pause? Braucht ihr eine Pause? Braucht jemand eine Pause? Jürgen, bloß weil die Leute nicht lachen, heißt das nicht, dass sie eine Pause brauchen. Nee, aber mein Bier ist leer. Oh, das ist ein Grund, das ist ein Grund. Braucht jemand eine Pause? Jürgen braucht eine Pause. Haben wir denn eine Pause eingeplant? Ich bin jetzt ungefähr bei der Hälfte. Wir könnten tatsächlich jetzt... Also machen wir jetzt eine Pause. Machen wir mal eine kurze Pause. Dann. Also. Das wäre ein guter Zeitpunkt. Ja. Also Pause jetzt, gell? Pause. Was ist das Zeichen für Pause? Haben wir einen Pausen-Jingle? Nein, hier Timeout. Ach so. Ja, alter, Basketballer. Timeout. Dann. Bis in... Wie lang? 15 Minuten. Stunde? Bis gleich. Können wir Sean irgendwie dazu holen, solange Dominik nicht? Sean, bist du's? Nein. Der fotografiert da vorne noch irgendwie die Einrichtung. Meine Güte. Das ist ja. Willkommen zurück aus der Pause! Dir ist schon aufgefallen, dass ich nicht dabei bin? Oh. Kameradenschwein. Also ich muss noch kurz auf meinen Gurkito warten. Ja, dann setz dich doch her und wart, bis der fertig ist und dann kommst du nochmal. Nee. Okay. Bis gleich. Tschüss. Okay. Also wenn wir in der letzten Folge eins gelernt haben, Dominik, das ist auch unordentlich funktioniert. Wow. Ich habe mal halt gedacht, jetzt hört's auf. Wenn er wieder da ist, dann lieber her. Hört die Bösewichtigkeit auf. Aber nee. Jetzt muss ich dir mal eine Sache sagen, mein Freund.
Du hast vollkommen recht. Ja, I know. Wenn wir Freunde wären. Also ich erzähle einfach weiter. Ja. Aber Sekunde noch als Info für euch. Denkt dran, die Zettel irgendwie nach vorne zu bringen irgendwann. Ich muss das dringend diesen dann. Taschenrechner bestellen. Ja. Also das mache ich heute Nacht noch. Lustige Fragen und Taschenrechner. Ihr könnt es auch einfach durchgeben. Fantastisch. Der kommt einfach nicht mehr zurück. Also ich mach dann mal weiter. Ja, sehr gut. Im März 1948 darf Tommy zum ersten Mal Fernsehluft schnuppern, als die BBC ihn in die Sendung New to You einlädt. Der große Durchbruch ist das aber noch nicht. Das klingt wie fast wie ein Diss, so ein, ja, ist das neu? Naja, für dich schon. Ja, aber so ist es mit dem Fernsehen halt damals, ja. Ne? Das ist ja nicht für alle neu, aber für viele. Mhm. Abseits der Mattscheibe mausert sich Tommy so langsam zur echten Berühmtheit. Also der ist schon ziemlich bekannt. Lokal weil er in auch London, so, oder? Ja, auch schon über London hinaus, weil er so neu ist, so aufregend, so charismatisch, so ansteckend, so herrlich kindlich. Und auch wenn es nicht so aussieht, er ist super talentiert. Ja, also er macht immer so hier den Clown und er wirkt mit dem Fez und der Statur auch wie der letzte Trottel und vergeigt absichtlich die Tricks. Aber inzwischen hat er so eine richtig geile Comedy-Magic-Show drumherum gebastelt. Ja, mit absichtlich verhauten Tricks, ganz viel Chaos, ganz viel schlechten One-Linern. Da fällt mir ein. Spirit Animal. Ich habe hier so ein paar Witze von ihm ausgedruckt. Also wann immer euch danach ist. Boah, geil. Vorgeschriebene Witze in einem Glas eingerollt. Die sind manchmal ein bisschen deutsch-englisch gemischt, weil die nicht immer so gut sich übersetzen lassen. Aber ihr dürft gerne mal ein, zwei vorlesen. Man went into a bar. He went, ouch, it was an iron bar. Tata. Da kommt ein Mann mit durchsichtigen Hosen zum Psychiater, sagt der, well, I can clearly see you're nuts. Wegen Nüssen und You're nuts. So, yeah, wir machen jetzt weiter, bis er lustig wird. Okay, also dann sind wir jetzt hier eine Weile. Das Publikum, neulich wollte ich mir eine Tarnhose kaufen, aber ich konnte keine finden. Bitte, könnt ihr das Ganze abkürzen, indem ihr so tut, als wenn ihr lachen würdet? Danke. Meine Frau hat mich eben angerufen. Das Wasser im Vergaser unseres Wagens. Da hat sie gesagt, wo ist denn das Auto? Im Fluss. Und die Jürgen hat gelacht. Von daher. Also ihr könnt das, behaltet es ruhig in der Hand. Also wann immer ihr möchtet. Das wird nicht besser. Besser wird es nicht. Nee, ich glaube, sparen wir uns. Ja gut, aber ich meine mal ganz ehrlich, lese mal heute irgendwie so ein paar Fips, Asmussen oder und Co. Witze vor. Hallo? Das sind großartige Hallo? Dabei. Ja, hallo? Ja. Nein, aber lese die einfach mal trocken vor, ohne ein bisschen Darbietung und so, das funktioniert halt auch. Aber wir sind doch nicht trocken. Ja, aber trocken ohne Darbietung, also das ist ja was. Ja. Dominik ist bei seinem dritten Gokido. Ja, stimmt natürlich. Also tatsächlich, weißt du, klingt wie eine Kampfsportart. Nürnberg Mule. Ich kenne Gurkito. Sehr empfehlenswert. Jetzt ist der erste Gurkito. Ich hoffe, dass es sehr gurkenlastig ist. Ich hätte Schlussfolger. Fährst du? Nein. Okay. Nein. Kito mit extra Gurke. 1952 erlaubt sich Tommy einen ganz besonderen Auftritt in Glasgow. Er ist zum zweiten Mal in einem Theater, das den Spitznamen The Comics Graveyard trägt. Also Nachtclub, ja, mit ganz hartem Publikum, alle mit Vorstrafen und so. Und was? Ein bisschen so wie heute Abend. Ja, also vielleicht ein wenig übertrieben, aber so müsst ihr es euch vorstellen. Okay. Und, hätte ja wirklich sein können, dass es so Elvis-mäßig dann so ein Auftritt im Knast ist oder so. Nee, Johnny Cash? Cash, ja. Elvis wäre aber auch geil. Aber Elvis hier Jailhouse Rock und so. Und er muss quasi mit Magie und Comedy gegen leicht bekleidete Damen und viel Schnaps anstinken. Ja? Und er erinnert Moment, sich, ist das so eine Doppelstage, wo auf der einen Seite irgendwie so Gurketänze sind, auf der anderen Seite Magie? Ja, ich glaube, Damen sind eher so über den Raum verteilt und was gibt's? Und da gibt's so Bottle Parties, heißt es, da stehen die Schnapsflaschen am Tisch und man macht so Striche dran und dann trinken einfach so viel man will und am Ende wird quasi wieder Strich gemacht und abgerissen. Also, es wird sehr viel gesoffen und es ist eine Crowd, die man, glaube ich, Philipp, kannst mich da gerne korrigieren, aber die man dann so mit dem lustigen Bühnenprogramm nicht so einfach erreicht. Ach so, wenn die so drüber sind, okay. Ja. Also er erinnert sich, dass er da schon mal war in diesem Club und beim ersten Mal hat niemand gelacht und irgendwann nachts um zwei haben die Leute besoffen mit Brötchen nach ihm geworfen. Und deswegen geht er Was war auf dem Brötchen? Deswegen geht er, ich glaube, die waren unbelegt. Warum sind da nachts um zwei unbelegte Brötchen? Keine Ahnung. Also geht er jetzt beim zweiten Mal einfach auf die Bühne, sagt fuck off und verlässt den Laden wieder. Also so ein Mic Drop. So ein Standing hat er mittlerweile schon, dass er sich das auch erlauben kann, ja. Also der Booking-Manager ruft ihn danach an und gratuliert ihn sogar noch. Also es ist. Bester Auftritt ever. Er kann sich's quasi jetzt auch schon so ein bisschen erlauben, zumindest auf den Bühnen, ja. Aber er fährt noch hin. Aber er will ja ins Fernsehen. Okay.
1952 wird er in die TV-Show It's Magic eingeladen, was ihn dann auch wieder neue Buchungen auf die Bühnen im ganzen Land bringt. Und trotz des ganzen aber Chaos. Im ganzen Land, also das war ja ein bisschen meine Frage, ja, ja. Aber in London. Nein, nicht nur London. Er so, nicht nur London. Hallo, er war gerade in Glasgow. Ja? Das ist nicht und damit im ganzen Land. Ja, ich bin im ganzen Land. Im ganzen Land. Er ist nicht bloß in Nürnberg bekannt, sondern auch in Fürth. Trotz des ganzen Chaos, das er immer wieder so fabriziert, absichtlich, ist er mittlerweile ein wirklich, also meine ich ernst, ein respektierter Magier. So richtig, ernst? Ja, mit Mitgliedschaft wirklich? Im magischen Zirkel. Wirklich? Das musst du dir mal vorstellen. Oh. Da kommst du nicht einfach so rein. Ernst, Jürgen. Nee. Ja? Da kommst du nicht einfach so rein, weil du hier irgendwie den, weißt du schon. Kommst du nicht rein? Den hier. Den Daumen ablösen. Oh. Ja? Also damit kommst du nicht in den magischen Zirkel. Das gefallen, der Applaus. Es gab Applaus. Geil. Ich wollte vor allem auch mega witzig, so optische Jokes machen im Podcast, immer witzig. Ich habe echt noch überlegt, ob ich, ich Zaubertrick einstudieren soll. Ja. Ich habe dann aber Slay the Spire gespielt heute. Ich klaue dir gleich die Nase. Es wäre aber auch schon, ja, Josh macht hier schon Zaubertricks. Ich finde es auch super gut. So im das Podcast. Ist mein Lieblingstrick, den kann ich auch. Also ich werde nicht schlafen können. Ich überlege die ganze Nacht, wie du das machst, Josh. Oh nein, ich habe es lange nicht mehr geübt. Moment. Es ist so gut, einfach das jetzt alles optisch zu machen. Jetzt fehlt bloß noch, dass jemand jongliert. Oh nein, jetzt bevor Philipp jetzt wieder alles erklärt, was wir tun, mache ich lieber schnell weiter. Vor allem das Schöne ist, ich habe neulich wirklich das Feedback. Ey, es war gut, dass du in der Folge, in die er live hat, auch gesagt hast, was ihr da macht, weil ich konnte mir das alles nicht vorstellen. Ich wusste nicht, was ihr tut. Möchtest du es noch erklären, was wir gemacht haben? Ja, aber ich jongliere währenddessen hier mit diesen Bällen. Also wir sind hier reingekommen, wir haben uns hingesetzt. Ah, 9 Stück, haha. Also. Oh, jetzt sind sie runtergefallen. Tommy Tuchel. Oh, da gibt's noch Zettel. Ich nehme die mal an. Oh ja. Nicht, dass ihr die irgendwie aufesst. Genau. Er tourt bis Mai 1953 durch England und nachdem Miff 8 Anfragen aus Übersee dankend abgelehnt hat. Aber Übersee. Am Chiemsee. Na, Übersee war es schon Frankreich. Nee, das andere Übersee. Er sticht dann am 31. März seine Frau ab und die Geschichte endet, weil er im Knast ist. Nein, viel besser. Nee, er bricht dann aus dem Gefängnis aus und wurde dann bekannt als Miffbuster. Viel besser. Also Thema Abstechen, wo bleibt denn eigentlich mein Gurkito? Wow. Er sticht am 31. März, gutes Datum, er sticht am 31. März 1954 mit der Queen Elizabeth im See. Geburtstag, der Jürgen. Also mit dem Schiff, nicht mit der toten Königin. Er sticht. Was, okay. Danke. Und da mache nicht ey, mal ich jetzt einen Witz so. Aber das habe ich jetzt da nur hingeschrieben, weil ich habe nachgeguckt. Weil der halt wirklich ist. 1954, die wurde ein Jahr vorher gekrönt. Ja. 1954. Ja. 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 Verwirklich. Ja. So lange ist es schon her. Ja. Ich habe The Crown gesehen, habe es auch mehrfach im Podcast gesagt. Schaut The Crown, das ist wirklich super. Nein. Doch. Nein. Die Show. Dann halt nicht. Also ich habe, glaube ich, noch 100 Empfehlungen gut, die ich einfach auslassen kann von dir. Ja, dann halt nicht. Die Show mit einer Revue-Truppe in Vegas wird zwar vorzeitig abgebrochen, aber Tommy wird explizit von der Presse gelobt. Er kommt. Thank you. Ja, bitte Applaus. Ja. Danke. Er kommt mit einem dicken Scheck im Gepäck wieder nach Hause, wo sich in den kommenden Wochen ein Twist um Miffs Anteil entspinnt. Jetzt, wo Tommy langsam wirklich Kohle verdient, sind halt 15% auch, also zumindest absolut betrachtet, doch ganz schön viel. Relativ hat sich's nicht verändert, aber. Ich mache jetzt mal kurz ein Foto von der Menge mit meinem Gurkito. So viel Zeit muss sein. Achtung, 3, 2, 1, bitte lächeln. Danke, danke, danke. Sprichst du mit dem Gurkito oder den Menschen? Die sind alle unscharf. Also nichts gegen euch, aber wenn du da fokussierst, egal. Das spürt man, die Liebe, die da... Es werden Anwälte eingeschaltet, die streiten sich, aber man einigt sich am Ende, aber gut fürs Verhältnis zu seinem Agenten ist es nicht. Aber er bleibt immer noch bei ihm. Ja, der verdient ja ein Schweinegeld mit dem. Ja, ja, aber andersrum... Könnte er jetzt auch selber machen. Nee, er kann ja nicht kündigen. Das ist ein bisschen wie unsere Kanonendame damals, die halt dann irgendwann gar nicht mehr hier den Fame von dem Vermarkter brauchte, weil sie ihr eigenes Ding so gemacht hat. Ja, ja. Da könnte er jetzt auch machen. Aber er hat ja diesen Knebelvertrag jetzt. Ja, ja, das wird noch zum Problem. Das nö. Wird noch zum Problem. Zum Problem. Definiere Problem. Mord und Tod. Nein, nein, nein. Derweil taucht ein weiterer Star im britischen Comedy-Himmel auf. Benny Hill. Naja, das wollte ich nur hören. Das ist aber auch, er wird auch in der Geschichte nicht mehr auftauchen. Da ist unsere Generation ja tatsächlich nur mit aufgewachsen, aber ich glaube, das kennt man nicht mehr. So. Ja, aber Yakety Sax, den Song kennt jeder. Der wurde auch zum Funniest Man Alive und so gekürt und wo du dir echt denkst, ey, so haben Leute keinen Sinn für Humor. Echt, okay. Ja, nee, aber gut, aber ich glaube. Der war wirklich eine große Nummer. Aber guck dir jetzt mal die alten Sachen von Hallervorden an. Da ist auch nicht alles, dass man sagt, ach ja, zeitlos. Nur witzig. Und ich glaube, hallo? Und guck nochmal 20 Jahre weiter.
sollten aufstehen und gehen. Ich glaube, Humor altert eigentlich selten richtig gut. In den 1950ern hat Tommy mehrere Auftritte als Gast in diversen TV-Sendungen. Und im Jahr 1957 gibt ihm TV-Producer-Legende David Croft endlich die Chance, auf die er so lange gewartet David hat. David Croft? David Croft. Okay. David zeugt den Commercial Television Channel, eine Show mit 12 halbstündigen Episoden rund um Tommy Cooper zu produzieren. Commercial Television, also es ist quasi QVC. Nein, ganz so schlimm ist es, glaube ich, nicht. Okay. Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, was es ist, aber ich würde mal sagen, es ist aber nicht die BBC. Von der Liga vielleicht eher so das dritte. Aber das ist vielleicht die zweittollste Nachricht des Tages, weil die beste ist, dass der Guido wirklich ja, super ja, aber so. Jetzt ist es jetzt wirklich schon, das ist jetzt der große, weißt, der große, ja, es könnte der große Durchbruch sein. Ja. Es gibt ein bisschen Streit um den Namen und Tommy wollte irgendwie Cooperama und sein Agent wollte, das, keine Ahnung, es war dann irgendwie hin und her. Aber langweil uns doch gerne mit Details. Am Ende heißt, nee, mache ich nicht. Am Ende heißt die Sendung als Kompromiss Cooperama or Life with Tommy Cooper. Die Produktion ist eine absolute Katastrophe. Der Direktor wird nach einer Episode gefeuert, der Sendeplatz wird hin und her geschoben. Wow. Warum? Naja, weil die Show ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Also Tommy ist halt ein Bühnenphänomen, ja. Ah, der ist, und es funktioniert nicht vor Kameras. Also nicht vor Lärm. Also hauptsächlich Publikum sein Agent wollte ihn halt weiterentwickeln, ja. Und wollte halt, ja, und Fernsehen und da machen wir jetzt irgendwie andere Dinge und Musik und Sketche aber und alles Mögliche. Aber wollte er doch auch, oder? Natürlich macht er da auch mit, aber es kommt nicht an. Es ist ein katastrophales Ergebnis. Tommy kriegt aber eine zweite Chance, auch wenn es 7 Jahre dauert. Im Jahr 1964 kriegt er eine neue Fernsehsendung. Und die funktioniert tatsächlich deutlich besser. Also da besinnt man sich auf, was Tommy Cooper ausmacht. Schlechte Witze, Magie, die nicht funktioniert. Das wäre witzig, wenn das der Untertitel wäre. Danny Cooper und dann schlechte Witze, Magie, die nicht funktioniert. Und da fängt jetzt wirklich, also da fängt jetzt wirklich seine Fernsehkarriere an. Ja? Seine Bekanntheit wächst im ganzen Land und jetzt auch schon weit über die Landesgrenzen hinaus. Man kennt ihn. Was heißt denn weit Moment, über die Landesgrenzen dieses, hinaus? Da gibt es doch diesen ein Politiker, ist es nicht in Baden-Württemberg, der einfach nur mit Man kennt mich wirbt? Nee, klingelt nicht? Nee. Okay, macht nichts. Aber es klingt so nach. Was war das? Oh mein Gott, das war das süßeste Nieser ever. Als hätte hier gerade ein Meerschwein vorbeigelaufen. Ja, ich habe einmal reingeniest. Hallo, ich kann total männlich niesen. Ich hab's halt einfach zurückgehalten. Da kann das Gehirn explodieren. Ja, das wäre so witzig, wenn meine Augen jetzt so schräg wären. So super witzig. Das fände ich tatsächlich sehr gut. Nee, es kann aber passieren, dass wenn du wegen Innendruck so Augen nach außen. Das Ding ist, der Philipp heizt uns immer total ein, so muten, wenn man räuspern muss oder sonst wie. Geht ja gerade nicht. Genau, geht gerade nicht. Und jetzt in meiner Tasche. Ich habe gemerkt, ich muss niesen und habe dann diese Panik gehabt, weil ich gemerkt habe, ich habe keinen Mute-Schalter. Was mache ich denn jetzt? Der ist in meiner Tasche. Also wenn du einen gerne hättest, der ist dann den inneren Hamster-Channeln und das innere Meerschweinchen. Ja. Ich hoffe, das schneidet sich immer als Klingelton raus. Ja, nee. So als SMS-Ton? Ja. Philipp, kannst du das bitte bereitstellen? Okay, für alle? Ich werde ab sofort werde ich mich hemmungslos betrinken. Bis ins Jahr. Also Jürgen, ich wollte sagen, bis jetzt haben wir nichts mit Patreon gemacht oder so, aber langsam haben wir Ideen. Mich voll verarscht. Bis hier, ins so Jahr 1967. Das ist voll fies. Hat Tommy einen großartigen Lauf. Ja? Also Gwen und er ziehen in eine größere Bleibe um, er kauft sich einen Van, er tourt damit durchs Land, er ist überall ein gern gesehener Gast, sogar bei Ed Sullivan in den USA. Mm. Er ist dort 5-mal zu Gast zwischen 1963 und 1967. Aber da wollte ich dich tatsächlich fragen, weil du gesagt hast, weit über die Landesgrenzen, also jetzt gehen wir global. Ja, wir sind weltweit. So, wir sind ein weltweites Phänomen. Auch nicht nur hier Commonwealth und hier sonst wie. Commonwealth und ehemaliges Commonwealth. Ed Sullivan sagt später, Tommy wäre der witzigste Mann, der je bei ihm auf der Bühne stand. Aber? Okay. Nix aber. Ach so. Ist immer so, weißt, muss man immer im Kontext der Zeit sehen. Aber, also, es gibt auch Videoaufnahmen von der Ed Sullivan Show. Ja. Und wer Ed Sullivan nicht kennt, ist quasi der Urvater der Talkshow. Ja, oder wahrscheinlich Late Night Show, so Late Night hätte ich auch gesagt, ne? So, ja, kann man glaube ich wenn so der sagen. Das sagt, das bedeutet was. Er hat viele gesehen. Vielleicht war er höflich, weiß die Amerikaner übertreiben ja auch immer gerne ein bisschen, aber er hat das gesagt. Und Gwen fährt anfangs noch mit auf diese ganzen Touren, aber die beiden haben dann irgendwann noch 2 Kinder und deswegen bleibt sie dann schließlich doch. Ed Sullivan und der. danke. Und weil dann seine Frau immer zu Hause bleibt,
muss er sich natürlich notgedrungen eine Assistentin anlachen. Oh oh. Die Vorstellungsgespräche dafür finden in der Kirche statt, was ich selber. Ich weiß nicht warum. Kannst du bitte dieses Nonnenkostüm anziehen? Ja, Sekunde. Kleine Frage, fragt sie ihn mittendrin, ob sie ihm Suppe bringt? So Helge Schneider-Style? Nein, also tatsächlich ist das irgendwie von dem TV-Sender organisiert und der macht alle Vorstellungsgespräche in der Kirche, warum auch immer. Okay. Ich habe keine Ahnung. Und da lernt er Mary Kay kennen. Oh, da kommen jetzt Großbuchstaben. Die ist damals. Oh, aber ich wollte sagen, aber Mary ist schon mal ein guter Name irgendwie für. Ja, die Überschrift ist auch: Then Along Comes Mary. Mary, Mary. Die ist damals 39, hat selbst schon 3 Kinder und findet Tommy ziemlich Georges. Georges. I see what you did. Und sie fängt dann bei ihm an und das Erste, was sie machen, ist, sie fahren zusammen in Urlaub und beginnen eine Affäre. Das ist aber nicht in Ordnung. Das ist nicht okay. Das ist nicht in Ordnung. Ist das noch Teil von dem Programm oder? Nee, aber Tommy hat jetzt seine Hausfrau und eine Unterwegsfrau. Und das Spannende ist, seine Unterwegsfrau. Ist doch Wohnmobilfrau? Seine Unterwegsfrau kauft einen Ehering. Obwohl die zu Hause einen Ehepartner hat und obwohl er nicht mal seine Frau damals eingekauft hat. Finde ich eine Nummer. Ich finde das ziemlich verletzend, wenn ich ehrlich bin. Ja. Für wen? Ja. Für alle eigentlich, oder? Nee, nicht für Marys Ehemann, denn der weiß von der Affäre und er und Tommy Cooper werden im Laufe der Zeit Freunde. Und haben dann auch eine Affäre? Es wird sich erzählt, dass Tommy und der Ehemann sich dann immer so Nachrichten hin und her schreiben und er so Witze. SMS, oder? Nein, er so Witze dann irgendwie zu ihm schickt und dann Anmerkungen dazu zurückkriegt und so. Mhm. Also ist ein ganz tolles Verhältnis, das die haben. Das ist der Moment, wo du das Buch abgebrochen hast? Nee, ein bisschen habe ich noch durchgehalten. Okay. Jetzt habe ich echt Angst. Bei Tommy zu Hause ist das jetzt nicht ganz so. Also da kommt dann irgendwann eine Hotelrechnung an, die auf Mr. und Mrs. Cooper ausgestellt ist und die kriegt seine Frau zu Gesicht und die rastet aus, ja. Und Tommy versichert seiner. Ach, die soll sich mal nicht so anstellen. Ja, na, Tommy versichert seinem Täubchen, oh, da muss das Hotel einen Fehler gemacht haben. Und dann, er ist schon im Schlafanzug, zieht sich schnell heimlich seine Klamotten über, klettert aus dem Fenster zum nächsten Telefon, ruft bei dem Hotel an, klettert wieder zurück, zieht sich wieder aus, legt sich ins Bett und dann klingelt das Telefon bei ihm zu Hause und das Hotel ruft an, um seiner Frau zu versichern, dass sie versehentlich die falsche Rechnung geschickt haben. Warum hat er sich überhaupt angezogen? Man kann nicht im Schlafanzug telefonieren. Ja, also am helllichten Tag doch nicht. Warum hat er am helllichten Tag einen Schlafanzug an? Weil es bequemer ist. Naja, also die Affäre kommt natürlich trotzdem irgendwann raus. Komisch. Wo er es doch so geschickt verschleiert. Vielleicht auch, weil Tommy mal seinen Sohn mit auf Tour nimmt und der das auch sofort merkt. Aber Gwen wird ihm trotzdem, also sie wird es einfach irgendwann ausblenden und ihm trotzdem treu bleiben. Also er macht es wirklich, ist wirklich getrennt. Ne? Einmal nimmt er seine Affäre mit nach Hause und die muss dann auch irgendwie aus dem Fenster klettern. Eigentlich ist es wirklich sauber getrennt, eine Zuhausefrau. Und aber sauber getrennt, es klingt auch sehr falsch irgendwie, finde ich. Das naja, wir sind jetzt in den 1970ern. Und da macht man das noch nee, so. Und meine Eltern, wenn ich gefragt habe. Aber da ist Tommy schon. Wie soll ich sagen? Er ist jetzt nicht mehr arm. Er ist progressiv. Und er kann sich. Darf ich das in mein Tinder-Profil reinschreiben? Suche eine Zuhause und eine Auswärtsfrau? Ja, klar. Das wäre mal interessant, was da passiert. Tommy ist jetzt nicht mehr arm und er kann sich als Showgröße, ja, kann er sich nicht nur 2 Frauen, sondern auch noch ein Alkoholproblem leisten. Und so schlimm ist es gar nicht. Also er isst einfach nur gerne seine Cornflakes morgens mit Gin und Brandy statt aber Milch. Aber es ist auch. Ah, ich wollte gerade sagen. Er wurde ja auch mit Brandy, Milch? Ja. Man zieht es durch. Es hat ja auch weniger Cholesterin. Aber warum trinkt er? Warum nicht? Es gibt ja immer Gründe, Jürgen. Sagt er, der eben im Kokito sitzt und sich beschwert, wenn es zu lang dauert. Nein. Bitte? Der was? Philipp sagt etwas. Philipp, was? Er hat gesagt, es ist nur 7 Cl. Ach so. 7 Cl. Ja, Gurkenwasser. Nee, der Rest ist Schnaps. Ich frage mich, ob das Leute irgendwann checken, dass da jemand im Publikum sitzt, der halt Philipp heißt. Ja, den haben wir das letzte Mal schon erklärt. Ja. Aber man muss hier nicht Teil des Kanons. Ja. Also zu diesem Morgen. Hat eigentlich die Ach-Enzyklopädie jemand weitergemacht? Chin. Wir haben doch hier so eine. Stimmt. Die was? Die ist irgendwie völlig aus den Augen verloren. Also ich persönlich werde dafür sorgen, dass der Philipp einen eigenen Eintrag kriegt. So, oh ja. Top. Oh ja. Die Wette geht. Das wird super. Erinnert mich bitte jemand daran. Die Wette geht, das weiß der morgen nicht mehr. Nee, oder heute Abend weiß es schon nicht mehr. Ich habe es eigentlich jetzt schon vergessen. Ja. Erinnere mich bitte. Also. Josh hat schon eine. Ja. Der ist ja heute auch mal hier. Ja. Das ist schön. Zu seinem morgendlichen Brandy-Müsli. Gibt es noch Schlaftabletten, Diätpillen, bis zu 40 Zigarren am Tag. Bruce Lee. Insgesamt ein nicht ganz so gesunder Lebensstil. Bruce Lee, das Müsli oder der Start in den Tag für Gewinner.
Also Tommy Cooper entwickelt so langsam eine dunkle Seite und das kriegen natürlich alle um ihn herum mit. Ganz besonders Miff, der gerne mal im Suff geschriebene Beleidigungen von Tommy per Brief erhält. Was so das Drunk-Texting der 1970er ist. Sind die auch alle irgendwo ausgestellt? Ich hoffe, aber die beiden sind eh schon länger keine Freunde mehr. Aber immer noch Geschäftspartner. Aber ich frage mich jetzt gerade wirklich, es ist ja so dieses Klischee mit halt deinen Kumpel davon ab, nachts um 3 besoffen der Ex SMS zu schreiben. Was ist mit Brief? Also ist es bei Briefen so, ich schreibe das jetzt. Ja, du musst es dann noch frankieren, adressieren und morgen dann zur Post bringen. Ich mach das jetzt alles. Also, ja, aber das ist ja wirklich ein valider Einwand. Der hat es ja zur Post gebracht. Ich glaube, er war sowieso. Hat er immer Briefmarken dabei? Ich glaube, er war bis zum nächsten Morgen besoffen. Von daher ist dieser, er verlässt diesen Zustand ja nicht. Okay, das macht also es klingt, glaube ich, am nächsten Morgen immer noch wie eine gute Idee. Das ist jetzt meine Erklärung. Ja, aber ich wollte gerade sagen, dann bist du aber alkoholmäßig wirklich gut dabei, wenn eine Idee so lange, dass du auch noch fähig bist genug, das alles zu formulieren und das alles komplett durchzieht. Also ich glaube, in den 70ern war der, glaube ich, nicht nüchtern. Also ich habe jetzt ein Bier und zwei Cocktails und meine Frage ist, hat jemand Briefpapier? Ich lebe dich immer noch. Wem würdest du jetzt als erstes? Oh Gott. Ist ein Stift? Ja. Hier ist schon mal Papier. Ihr könnt auch derweil vielleicht einen Witz raussuchen, der ich wollte noch dir nur vorlesen, sagen, wie sehr ich dich mag, warum ich nur noch an dich denken kann. Gedanken daran, warum ich nicht mehr ohne dich sein kann. Wie geht's? Und jetzt ist es zu spät. Ja. Oh, danke. Die ersten Liebe von Jürgen. Ich soll ja, oh, der ist auf Englisch, den musst du leider vorlesen. Du hast schon was getrunken, da geht es mit Englisch besser. Also das ist wieder einer dieser Jokes von vorhin. Police arrested 2 kids yesterday. One was drinking battery acid. The other was eating fireworks. They charged one and let the other one off. Okay, das ist nicht schlecht. Ja. Das ist clever. Das darfst du behalten. Philipp, magst du erklären? Nee. Okay. Ich kann sowas nicht. Selbst am Höhepunkt seiner Karriere hat Tommy immer noch das Spargehen seiner Mutter. Er gibt quasi niemals jemandem was aus, sondern bringt im Gegenzug die Menschen dazu, ihm etwas auszugeben. Taxifahrer bezahlt er gern auf den Cent genau und steckt ihnen dann beim Gehen was in die Tasche mit den Worten, hier, gönn dir einen Drink auf mich. Und wenn die das dann rausholen, ist es kein Geld, sondern ein Teebeutel. Es ist in England, hallo. Ich frage mich gerade, wie viele Leute hier im Raum gerade denken so, oh, ist das doof, aber irgendwie clever. Also ich bin einer dieser Menschen, so, tatsächlich. Er nimmt auch einen Koffer mit auf Tour. Und wenn er meistens vom Auftritt, wie fast immer, säuft und telefoniert, sperrt er dann, wenn er auf die Bühne geht, seine Schnapsflasche da ein, aber auch das Telefon, weil er Angst hat, dass ihm jemand A, den Schnaps wegsauft und B, Gespräche auf seinen Namen, also auf seine Rechnung führt. So. Wir sprechen schon immer noch von so Landline, so mit so Ja, so Ferngespräche über See und so, kostet Schweine Geld und sperrt er aber alles in seinen Koffer, damit keiner ihm Kosten verursacht. Und aber, kurze Anmerkung an der Stelle, aber das finde ich ja spannend, dass manche Leute, die so richtig hart prominent sind, die kommen irgendwo hin, essen und dann ist so, nee, das geht alles aufs Haus. Also, dass du, wenn du irgendwann so ein Level erreichst, für ganz viele Sachen plötzlich kein Geld mehr ausgeben musst. Weil für viele Leute dann so ein, oh, der kauft es bei uns, das ist schon genug Werbung und so weiter, dass es dann so ein Selbstläufer wird. Er streckt die Flasche nach oben. Er sitzt auch stundenlang in Bars mit so einem halbleeren Drink vor sich in der Hoffnung, dass irgendwann die Bedienung den einfach wegräumt und er sich dann beschweren kann und einen neuen kriegt, den er nicht bezahlt. Dominik, dein Einsatz? Das ist eine asoziale Aktion. Geil, oder? Und wenn er im Hotel den Typen an der Tür Trinkgeld geben soll, hält er ihnen, das ist eh der Beste, hält er ihnen 3 Umschläge hin und die suchen sich dann einen aus, öffnen den und er ist leer und dann sagt er, oh, mehr Glück beim nächsten Mal. Ist natürlich dreimal und die waren alle leer. Okay, der ist auch sehr lustig. Also, der erfordert halt serious preparation. Du musst halt wirklich vorbereitet sein. Ich habe beschlossen, dass ich diesen Brief jetzt nicht schreiben werde. Warum? Stattdessen mir Notizen mache. Also 3 Umschläge. Und das ist insofern interessant, als dass er mit seinen Familienfinanzen hat er überhaupt nichts zu tun. Er macht nie eine Rechnung auf oder bezahlt was, sondern das macht alles seine Frau. Ja, und trotzdem ist er aber auf der anderen Seite so darauf bedacht, irgendwie das geht. Also es ist ganz merkwürdig. Aber hat er immer noch mehrere Taschenwurst verteilt? Das weiß ich nicht, aber ich gehe schwer davon aus. Seine Frau übrigens auch inhaltlich eine wichtige Stütze, ja. Die sitzt oft wirklich mit der Stoppuhr da, wenn er neues Material ausprobiert. Ja. Originalfrau. Ja. Originalfrau. Täubchen. Ja, Täubchen. Und sie kann mit wirklich Präzision vorhersagen, wie lang die Pausen sein müssen, die er dem Publikum zum Lachen lassen muss. Richtig. Ja? Ich kann das nicht. War der Moment, wo wir peinlich lange Pause hätten lassen müssen. Ich sage, ich kann das nicht.
bis zum Ende der 1970er trinkt sich Tommy ja ziemlich nah ins Grab. Aber warum dann? Warum halt? Weil er schon früher quasi mal Alkoholprobleme hatte, so hat er psychische Probleme. Aber ist halt so, oder? Ist halt so, weil es kann. Ja, wie mein Vater, der einfach 3 Bier am Tag trinkt und behauptet, das wäre ganz normal. Wo kommt das jetzt her? Nein, aber keine Ahnung. Halt, und dann also, kann er dann den norwegischen Skispringer nicht vom anderen unterscheiden kann, ja? Weißt, das ist dann das Ergebnis. Er ist eine Generation von Mann, die einfach nicht hinterfragen. Er hat nicht wirklich aus seiner Sicht. Nein, aber er hat. Er würde wahrscheinlich nicht denken, dass er ein Alkoholproblem hat, so. Ja. Oder? Glaube ich. Genau. Sondern ein Drogenproblem. Mein Vater hat auch jedes Jahr, ich weiß nicht, 30 Liter Zwetschgerbrand und wird bestimmt. Würde noch Leben auch sagen, dass er kein Alkoholproblem hat. Getrunken oder hauptsächlich gebrannt. Getrunken hat er gar nicht so viel davon. Ja, eben. Ja, aber dir ist schon klar, dass die Definition von einem Alkoholiker ist, dass er nicht nur produziert, sondern auch trinkt. Ach so. Ist das so? Ja. Echt? Ja, ja. Okay. Das andere ist der Alkoholist. Der war auch gut. Der Alkoholikerer. Ich bin Alkoholikerer als du. Also nüchtern benimmt sich Tommy meistens wie ein Arsch, besoffen benimmt er sich wie ein Arsch und wird manchmal gewalttätig. Mhm. Das ist jetzt der Moment, was du immer am Anfang sagst. Ja, ich wundere mich, wo es noch hingeht. Ja, aber ich sag mal, um die Ecke. Das ist eine Krankheit. Das ist ja nicht eher, das ist eine Krankheit. Na, ist es? Nein. Also, zu einfach. Wir müssen das aber auch aus der Opferperspektive sehen, ja? Also, Mary Kay, die noch immer an seiner Seite ist. Mhm. Auf meinem Klo ist quasi so ein Comic, auf dem steht, wir müssen das Ganze mal nüchtern betrachten und dann sagt jemand, aber wann denn? Da muss ich jetzt gerade denken, aber gut. Ja. Also Mary Kay, die immer noch an seiner Seite ist, bekommt öfter mal was ab. Einmal schmeißt er sie in dem Restaurant vom Stuhl, weil sie kichert, als er sich übers Essen beschwert. Okay. Wow, als Comedian jemanden irgendwo runterzutreten, weil jemand kichert, ist auch wirklich hart. Na, also das ist schön, dass du es ansprichst. Das ist ein großes Problem, das er hat, glaube ich, in seinem Leben, ist, dass er den Clown spielt. Aber in Momenten, wo er nicht den Clown spielt, ist absolut null erträgt, wenn jemand über ihn lacht. Kann ich irgendwie verstehen, weil so ein bisschen so, sag deinen Satz, Bart-mäßig sich dann auch anfühlen könnte. Ja. Ich habe nichts gemacht. Naja. Auch seine Daheim-Ehefrau muss miterleben, wie er Möbel zertrümmert, ich glaube auch an sie Hand anlegt, aber also beide werden das im Nachhinein runterspielen und werden sagen, das waren einfach normale Streits. So, ihr wisst schon, wie sowas halt ist. Moment, was ist das? Also, warum genau ist deine Frau nicht hier? Das alles beeinträchtigt freilich auch seine Bühnenperformance. Mal geht eine Show nur 5 Minuten, mal taucht er überhaupt nicht auf, mal hat er keine Utensilien dabei, mal kommt er eine Stunde zu spät und so weiter. Also ein echter Star. Ein echter Star. Aber es ist auch kein großes Wunder, weil er leidet mittlerweile auch an chronischen Verdauungsstörungen, Bronchitis, Hexenschuss, Ischias, Durchblutungsstörungen in den Beinen. Aber der ist doch in meinem Alter unterdessen, also das ist halt ganz normal, würde ich sagen. Ja. Und trotzdem wird er immer noch gebucht. Er verdient mehr Geld denn je. Er ist immer noch unterhaltsamer als alles, was nach ihm kommt. Er hat eigene TV-Sendungen. Alles, was nach ihm kommt? Naja, bis, also bis wir kamen nach ihm, ich würde behaupten. Bis hier. Okay. Er hat immer noch Bühnenprogramm, Gastauftritte in der ganzen Welt. Also er ist wirklich ganz dick im Geschäft. 1977 steht Tommy auf einer Bühne in Rom. Dann liegt er auf einer Bühne in Rom und das Publikum lacht. Gott. Dann fängt er an zu zappeln. Vor allem, ey, stell dir mal vor, die hatten Herzinfarkt und so alle. Ha, lustig, mir geht's nicht gut. Alles schon passiert. Ja, es ist genau das, was passiert. Also es fängt an zu zappeln, das Publikum lacht noch immer. Ihm fällt das Gebiss raus und er blutet aus dem Mund und das Lachen ebbt langsam etwas ab. Es kommt schnell ein herbeigerufener italienischer Arzt dabei und kann gerade noch den Tod durch Herzinfarkt verhindern. Oh, ich wollte gerade sagen, jetzt kommt doch feststellen. Nein, noch. Nein. Hallo, es ist das. Du bist nicht so happy, dass er mal rechtzeitig ins Bild kommt. Halb 10. Also er kann den Tod knapp verhindern und er schickt Tommy dann nach Hause mit dem ärztlichen Rat, doch bitte das Saufen und Rauchen einzustellen. Aber wo ist er in Italien? Weil du so betont hast. Rom ist in Italien. Ja, genau, Rom habe ich irgendwie verpasst. Ich möchte explizit einen italienischen Arzt. Du hast so betont, dass er ein italienischer Arzt ist. So. In Schottland. Das wäre so geil. Nein, Essen in Rom. Ich bin so exzentrisch, ich lasse mich nur von italienischen Ärzten betreuen. Also er wird mit dem Rat nach Hause geschickt, dass er doch bitte nicht mehr so viel saufen und rauchen soll und sich etwas schonen soll. Mhm. Und wie, aber vom Rom heim ist ja ganz schön weit mit dem Rat. Ja, und er
3 Monate später ist er dann auch wieder in London, okay, und auf der Bühne. Und er hat. Wie kam der durch den Ärmelkanal? Oder? Aber jetzt, okay, ist er ein geläuterter Mann. Hat ja, nein, Problem, nein. Er hat sich natürlich eine, wie man das macht, er hat sich eine zweite Meinung eingeholt zu Hause. Mhm. Bei dem Arzt. Ich habe jetzt gedacht, eine zweite Abhängigkeit. Dem hat er 1000 Pfund gegeben und da hat er einen Attest bekommen und da steht drauf, dass ihm beste Gesundheit. Für wen braucht er denn den Attest? Das ist keine Ahnung. Seine Mutter ist noch am Leben. Ich habe keine Ahnung. Mir vorstellen, dass halt auch irgendwann so Auftrittsleute sagen, so ein, wie geht's Ihnen denn? Ja, ich habe mich hier untersuchen lassen. Alles gut, ich darf wieder. Ja. Na, halt auch wegen Haftungsgründen oder so Krams. 70er Leute. Naja. Aber naja, also es ist schon. Das ist aber eine gute Frage, ob bei den Rolling Stones immer vor jedem Auftritt nochmal so ein Lungenfunktionstest gemacht wird, dass wenn die auf die Bühne gehen, so Klingeln alle Veranstalter. Bitte mal nein, hier aber. Ja, aber im Ernsthaft, du willst doch als Veranstalter nicht irgendwie diejenige sein, so ein, ja, wir haben die Rolling Stones gebucht und dann sind 3 von denen sind umgekippt auf der Bühne. Zweimal überlebt. Ja, aber du willst auch nicht sein, der dann. Nein, aber stell dir das mal vor, der dann vor 10.000 Leute drin und sagt, oh, die haben jetzt hier gerade einen Becher gepinkelt und bei einem, da sind wir uns nicht ganz sicher, naja, wir haben jetzt mal den Auftritt abgesagt. Ja, aber das machst du. Naja, das machst du schon wieder. Ja. Ich stelle mir gerade vor, wie der erste von den Rolling Stones auf der Bühne einen Herzinfarkt hat und die anderen beiden dann sterben vor Schock. Ja. So, das glaube ich, wie krass das wäre, wenn auf einmal von 4 Rolling Stones 3. Ey, auf der vor Bühne allem jetzt, ich will's nicht, ich will doppelt an niemanden malen, aber jetzt stelle ich mir folgende Situation vor, ich schneide den Podcast und währenddessen kommt bei Nachrichten, ja, Mick Jagger ist leider verstorben. Und irgendwann, und wir sitzen da, sollten wir die Folge wirklich rausbringen, das ist echt geschmacklos. Wer nochmal von euch hat Corona vorhergesagt? Na, Pipo hier. Ja, also es kommt natürlich schon an Tommy Cooper auch ran, ne, das Thema. Ja, ja. Und das macht ihm zu schaffen. Und der Tod der Rolling Stones. Ja, das nimmt er sich zu Herzen und er denkt nach und er realisiert, dass er körperlich auch jetzt nicht mehr der Jüngste ist und ein bisschen beeinträchtigt vielleicht. Und er fährt tatsächlich seinen Konsum an externen Giften zurück. Ja, und jetzt ist so eine typische Aufzählung, was er dann nur noch trinkt und es ist immer noch absurd viel. Etwas. Ich weiß, so, wie du funktionierst. Ja. 1978 hört er tatsächlich auf zu rauchen und wechselt von Brandy auf Weißwein. Mhm. Sein Arzt erlaubt ihm ein Glas pro Tag. Und als sein Freund ihn nach einer... Lass mich raten, das Glas ist so eimerförmig. Fast. Als sein Freund ihn nach einer durchzechten Nacht und ganz viel leeren Flaschen Wein darauf hinweist, dass das vielleicht mehr war als nur ein Glas, hält er sein Glas hoch und sagt, es war nur ein Glas. Das ist so ein Gag-Glas. Er hat halt also im gleichen Glas getrunken. Mhm. Ja, nur dass wir. Ich hoffe, er hat 5 Weinsorten gemischt. Ich habe jetzt mal den Witz erklärt. Ich konnte jetzt nicht sehen, ob du den wirklich verstanden hast. Ja, aber dankeschön, dass du. Mach ich gern. Ich finde, es ist eine Dienstleistung am Mensch einfach. So muss man das sehen. Tommy ist bis Ende der 1970er super viel im Fernsehen. Jeder im Kingdom kennt ihn. Laut IMDb ist er als Schauspieler in 15 Produktionen, da fallen auch seine eigenen Shows drunter, und dann nochmal in 48 Episoden, Serien, Filmen irgendwie als er selbst. In wie vielen Jahren? Unzählig. Am Ende sind es, glaube ich, 37 oder 40 oder so. Viele von diesen Dingen, also ich muss mal sehen, was der auch noch auf der Bühne war. Also, also naja, wenn der klar jetzt nur Schauspieler, dann wäre es jetzt okay, ein gutes Lebenswerk, aber der war irgendwie die meiste Zeit ja auch noch irgendwie auf Tour unterwegs. Ich würde sagen, das ist ja vielleicht ein bisschen wie, wir hatten es ja mal über ihn, über den Herrn Bayerhammer, dass der ja irgendwie zwar durch Film und Fernsehen sehr bekannt wurde, aber eigentlich wie ein Blöder ja irgendwie hier Volkstheater gespielt hat. Und viele von diesen Sachen sind super, manche auch jetzt nicht ganz so, muss man auch sagen. Es war jetzt nicht alles geil, was er gemacht hat, aber vieles war wirklich, hat, glaube ich, das Comedy-Genre mitbestimmt, mitdefiniert. Ja. Und er gönnt sich jetzt dann langsam aus gesundheitlichen Gründen 2 Wochen Ruhe pro Monat. Ja, also macht quasi nur noch 50%. Nice. Hauptsächlich auf der Bühne. Das Publikum liebt ihn immer noch, auch wenn die Kritiker ihm heutzutage bescheinigen, dass die Cooper-Imitatoren mittlerweile besser sind als das Original. Oder dass er wirkt, als spiele er unter Wasser, also total langsam und mit nicht mehr dem passenden Timing. Und naja, das heißt vor allem, dass Miff sich jetzt was einfallen lassen muss, um die goldene Cooper weiter zu melken. Das ist der Moment, wo ich eine Pause lasse. Ich fand's mega. Für Augenrollen? Im Jahr 1979 landet Tommy auf diesem Weg einen Werbespot für, jetzt seid ihr gefragt, was würde passen? Die Automarke Cooper? Oh, das ist hervorragend. Ist falsch, aber ist gut. Ich versuche im Kopf Dinge mit Q zu formulieren. Mir fällt wirklich gar nichts ein. Das hat mit der Anfangsbuchstabe ist nicht Q. Q-Tipps ist auch großartig. Dann für SodaStream.
Der Slogan ist Get Ach, Busy. So, das Stream gibt's schon so lange. Get Busy ja, ja. with Fizzy. Okay, aber also wie hätte seit 1903 gibt es ja, SodaStream. Hätte ich denn ja. auf SodaStream jetzt gar nicht, aber mich hat jetzt interessiert, was vielleicht passt, was euch einfällt, aber dir offensichtlich gar nichts. Philipp hat zumindest einen guten... Ich habe die ganze Zeit überlegt, was mit Cooper und Kuchen passen könnte und da ist mir nichts eingefallen, aber SodaStream, da hätte man ja auch Rookie Jam sagen können, so, das passt einfach gar nicht so. Ja. Ja. Muss ja nicht. Es war, voll also, es war eine Falle. Es könnte ja auch zu jemandem Typ passen oder Fiese. Zu seiner Kunst oder das muss Fiese. Ja nicht nur, du musst ihn ja nicht auf einen Wortwitz reduzieren. Fiese. Und wenn wir hier schon so Halbwerbung machen, ich bekam ein eben solches Gerät geschenkt von Freunden, habe mich sehr darüber gefreut. Ich biete jetzt hier mit dem Verkauf an. Nein, es war allerdings beklebt mit lauter schlechten Wortwitzen, unter anderem dem Hinweis, ich möge es bitte immer Markus Söder Stream nennen. Ich kann dir jetzt meinen Wortwitz mit SodaStream hier noch nicht erklären, weil ich erst noch den Rest. Dann vielleicht komme ich nochmal drauf zurück. Aber naja, die machen jetzt einen Werbespot mit ihm und er ist so mittelmäßig. Oh, ganz kurz an der Stelle, helft mir auf die Sprünge. Austin Wells meine ich jetzt. Austin Wells hat auch eine ganz wirre Werbung gemacht noch für ein Champagner. Oder für oder was, ein Sekt? Ich weiß es nicht mehr. Kennt ihr die? Aber wo er dann das heiratet, für dich da, ja, ist so irgendwas völlig, das ist richtig schlimm anzusehen und du denkst dir so, Moment, das ist dieser geniale Orson Welles, ach du liebe Zeit, wirklich einfach ein alter, betrunkener Mann und dann strahlen die den einfach aus. Also so ähnlich müsst ihr euch das vorstellen, ja. Sie drehen mehrere Tage lang, sie schneiden mehrere Tage lang, dass überhaupt irgendwas Brauchbares rauskommt. Cooper, nur noch eine Hülle seiner selbst und es soll dann dazu auch noch eine Radiokampagne starten und da überlegen sie jetzt schon, ob sie einen von den Cooper-Imitatoren dafür anheuern. Wie alt ist er jetzt eigentlich gerade? Wir sind jetzt Ende der 70er, geboren ist er 1921. Okay. Also sie wollen so eigentlich schon... So alt ist er eigentlich noch nicht? Ist die Frage, ist er gealtert? So super alt ist er noch nicht. Das wäre die größere Frage. Aber sie wollen einen der Imitatoren anheuern für den Radiospot, weil er total unzuverlässig ist. Und dann überlegen sie, ob sie nicht den Imitatoren noch anheuern, um nochmal ihn neu zu synchronisieren in dem Werbespot sogar. Mhm. Erzählst du die Charlie Chaplin-Geschichte? Dass Charlie Chaplin in dem... Stimmt nicht? Ich will die glauben. Ich bin auch bei dir. Also ich hoffe, sie stimmt. Ich weiß es aber. Die Legende besagt, dass Charlie Chaplin bei einem Charlie Chaplin-Imitationswettbewerb... Das habe ich euch erzählt. Das hat uns Reddit allen erzählt. Na, hallo, da haben wir eine... wie ist das Bonusformat, das uns nicht mehr gefällt? Da ging es doch mal drum. Um Charlie Chaplin. Hatten wir Charlie Chaplin? Ja. Oder? Ich glaube schon. Ich weiß es nicht. Alter. Vor allem, dass uns nicht mehr gefällt. Der Plural des Majestatis. Ach, du meinst, er meint sich selber. Ja. Uns gefällt es gefällt nicht. Nicht mehr. Wir wollen es nicht mehr. Nein. 1900. Man soll es von uns wegbringen. 79 spielt Tommy nochmal in einem Weihnachtsspecial im TV mit. Und es läuft, auf Wein? Es läuft gut. Er macht Tricks und Späßchen fast wie früher. Er zeigt sich sogar etwas weh und reumütig bezüglich seiner jüngeren Vergangenheit. Und Tommy will die Show aber mit einem großen Paukenschlag beenden. Also überzeugt er den Gastgeber Michael Parkinson, den Kopf in eine Guillotine zu stecken. Ja, im Publikum, die ist erste, oh Gott. Also keine Sorge, die Guillotine ist zwar echt. aber der Kopf nicht. Aber die hat so ein Sicherheits... Ding sie. So ein, ja, das ist in der Geschichte der Menschheit ja noch nie was verkehrt. Das ist total sicher. Also die hat extra so ein Sicherheitsding. Ich weiß nicht, wie der Mechanismus. Ich bin voll beruhigt. Also die hat so ein Sicherheitsding. Jürgen, wollen wir mal in die Lochgefängnisse gehen? Das ist total sicher mit diesem Sicherheitsding sie. Außer halt, du bist total besoffen und vergisst dieses Sicherheitsding sie zu aktivieren. Boah, wäre das hart, wenn ihr im Weihnachtsspecial geköpft würde. In letzter Sekunde. Heute kommt das Christkind. Fump! In letzter Sekunde bemerkt ein Techniker, dass dieser Mechanismus nicht aktiviert. Nicht dein Ernst. Stürmt auf die Bühne, legt den Schalter wirklich im letzten Moment. Also wirklich im letzten Moment. Warum ist das überhaupt eine scharfe Guillotine? Ich weiß. Warum? Also, Moment, und warum auch bei einem Live-Special? Live im Fernsehen. Leider ist es also off-camera passiert. Also leider, ich konnte nichts finden. Ja. Von dieser Sendung gibt es Ausschnitte, aber die Guillotinen-Szene ist nicht erhalten scheinbar. Keine Ahnung. Glaubst du, was das mit dem Land gemacht hätte, wenn jemand Tommy im Fernsehen live geköpft worden hätte? Hätte den Gastgeber in seiner eigenen TV-Show geköpft. Live im Fernsehen an Weihnachten. Wow. Ja, das wäre... Das war der Moment, wo das Buch abgebrochen hat. Ich möchte gerade bemerken, dass du plötzlich derjenige bist, der wow, sagt, ja? Bei mir zugeschrieben. Ich bin völlig begeistert. Ja. Also, Miff
zu jetzt so langsam. Das machen wir nochmal, das war witzig. Nach anderen Geschäftsfeldern. Als Guillotinen? Ja. Okay. So soll Tommy im Jahr 1980 bei zwei Shows der Band The Police als Opener auftreten. Von denen habt ihr vielleicht schon mal gehört. Also, Moment. Der macht Opener for The Police. Kommen wir gleich noch zu. Wie kommt, also die Kombination aus Comedian und... Kommen wir gleich zu. Ein ähnliches Arrangement gleich dazu. Im Jahr 1975 hat Miff noch abgelehnt. Die Band damals, The Who, kennt man heute wahrscheinlich nicht mehr, aber... Ihr müsst euch das so vorstellen, Tommy Cooper, 59 Jahre alt, gesundheitlich ein Wrack, ein hässlicher Schatten seiner selbst, groß, komische Knie, große Nase, steht vor der Band auf der Bühne als Magier mit einem roten Fez. Ist vielleicht nicht unbedingt das, was die Rockmusikfans in der Zeit sehen wollen. Ja. Es fliegen Schimpfwörter in beide Richtungen. Dann fliegen Becher und Bierdosen auch in beide Richtungen. He died on stage that night, sagt ein Kritiker später. Aber warum? I just died on the stage tonight. Und Tommy sagt später, The Police war großartig. Sensationell. Ich weiß nicht, aber sie waren großartig. Aber immer noch, warum? Ja, also, weil sie es können. Weil er offensichtlich fürs Fernsehen nicht mehr geeignet war. Ja, aber das ist ein komisches Ding, so ein, ey, Leute, ne, also irgendwie der steht gerade nicht so gut da. Wisst ihr was, ne? Vielleicht bevor hier Moby auftritt, die denn nur geht nochmal auf die Bühne. Vielleicht ist haben doch sie, eine mega Idee, oder? Vielleicht haben sie gedacht, das machen wir. Vielleicht haben sie gedacht, der köpft jemanden auf der Bühne, ja, so als okay. Gag am Anfang, ich weiß es nicht. Ist auch The Police irgendwie voll die gute Band, um jemanden zu köpfen vorher. Thames Television, der Sender, bei dem Coopers Half Hour in den letzten Jahren lief, gibt ihm 1980 keine weitere Hauptrolle mehr. Er taucht zwar noch auf der Mattscheibe auf, arbeitet an weiteren Produktionen mit, aber er kriegt keine eigene Sendung mehr. 1981 säuft Tommy noch immer 4 bis 5 Gläser Wein pro Tag, also nichts im Vergleich aber zu früher. Aber auf einem einzigen Gefäß? Ja, also nichts im Vergleich zu früher. Und er geht nochmal auf Tour durch den Mittleren Osten. Ja. Ach, habe ich schon mal von dieser Weißwein-Diät erzählt? I'm listening. Es da gibt es einen Witz in diesem Glas, eine Whisky-Diät. Ja. Da geht es um eine Whisky-Diät. Nein, das war wirklich so die Idee. Die Diät für die Frau und der Inhalt war, also morgens, wie war es, ein Glas Weißwein mit Zitronensaft, mittags ein Ei und morgens ein Glas Wein mit Zitronensaft, mittags ein Ei und ein Glas Wein und abends ein Glas Wein. Also und das eine Woche lang. Und sonst nichts. Die Tabea hört zu. Das ist ja alles, was man braucht und ja. Wir können mal Tabea kurz grüßen. So, hallo Tabea. So, Tabea ist Gott sei Dank leider sehr schlank und wird diese Diät nicht machen, aber ich glaube, es wäre genau ihre Diät. Dominik, du hast doch vorhin auch nach Inspiration zu diesem Thema gesucht. Das habe ich dem Vertrauen erzählt, so, das ist ganz schön peinlich jetzt. Aber ja, ich glaube nur nicht, dass das eine sinnvolle Diät ist, wenn man eine Tätigkeit nachgeht, einem Beruf. Also Tommy Cooper würde jetzt sagen, er ist für die Whisky-Diät und er hat schon 3 Tage verloren. Ja. Gott, ich liebe dieses Publikum gerade von ganz hinten. So, so gut. 1983 hat Tommy Cooper nochmal einen Auftritt im Fernsehen. 3 Tage vor der Show werden ihm mehrere Liter Flüssigkeit aus der Lunge entfernt. Das klingt echt fies. Kommen die da hin? Und dafür schlägt er sich eigentlich ziemlich gut. On Air erzählt er, dass er das Rauchen und Trinken jetzt komplett aufgehört hat. Und am Ende der Sendung sitzt er paffend und trinkend vor der Kamera. Aber die Ironie fällt ihm selber auf. Eventuell. Spätestens 6 Tage später, als er mit einem weiteren Herzinfarkt im Krankenhaus Am 15. April 1984 ist er in der Sendung Live from Her Majesty's. Live zu Gast. Live. From Her Majesty. Live übrigens, ne? Ist live. Live. Da sind viele andere Stars auch dabei. Ist so eine große Gala, absolutes Hochklasse Fernsehen. Das ganze Land schaut zu. Der Typ mit der Guillotine. Der Gastgeber holt Tommy auf die Bühne. Der ist etwas angeschlagen, aber okay. Er ist immer noch der lustige, schlachsige Typ mit dem dämlichen Ding auf dem Kopf und den fehlgeschlagenen Zaubertricks. Und dann zeigt er aber eine vollkommen neue Nummer. Eine Tänzerin hilft ihm in einen rot-goldenen Umhang. Und noch während die Dame ihm die unteren Knöpfe schließt, sackt Tommy in sich zusammen. Das Publikum lacht und applaudiert. Slapstick geht halt immer, ne? Gerade in England. Und dann atmet er übertrieben, merkwürdig und sitzt in so einer ganz komischen, verkrampften Pose auf der Bühne. Schwer atmend, Kopf so auf der Brust. Und die Leute kriegen sich nicht mehr ein. Applaus, Lachen. Der Direktor wundert sich, weil er das bei der Probe nicht gemacht hat.
Und er fragt sicherheitshalber Tommys Sohn hinter der Bühne, ob, macht der das öfter? Ob das zur Nummer gehört. Und der sagt, gehört das so? Und der sagt, nein, mein Vater hat einen ganz schlimmen Rücken, der könnte das gar nicht. Das ist echt. Spätestens dann kommen die ersten Alarmsignale. Tommy fällt nach hinten um, immer noch schwer schnaufend. Eine Hand taucht von hinter dem Vorhang auf, verschwindet dann wieder. Noch immer lacht das Publikum. Und dann Werbeunterbrechung. Moment, also ja, eine Hand taucht von hinten auf. Ja, so, das ist so von alles, von so einem Hand, schweren, roten, großen Vorhang und da kommt so dann zwischen den Falten so eine Hand vor. Und eine Guillotine wird auf die Bühne geschoben. Nein, aber also zieht die ihn rein oder was macht diese also Hand im ersten Moment, also die ist so ein bisschen... Was? Moment, also das klingt jetzt wie das Händchen von Elf von dem Lied. Was? Moment. Ich glaube, diese Hand, also das ist meine Interpretation, ich habe die Szene gesehen, sie greift nach vorne und will ihn nach hinten ziehen, stellt aber fest, also mit einer Hand komme ich hier nicht weit, zieht sich dann wieder zurück. Okay. Dann eine Werbeunterbrechung. War da ein Mensch dahinter an der Hand? Dann eine Werbeunterbrechung. Und während das noch in die Werbung überblendet, sieht man dann noch, wie er dann von mehreren hinten so nach hinten durch den Vorhang gezogen wird. Die Show muss weitergehen. Ich lehne mich jetzt weiter aufs Fenster, aber ich glaube, das war nicht geskriptet. Die Show muss weitergehen. Tommy darf aus medizinischen Gründen nicht bewegt werden. Die Live-Sendung geht vor dem Vorhang weiter, während Tommy Cooper hinter dem Vorhang um sein Leben ringt. Die Füße schauen noch unter dem Vorhang durch. What? Und aber abbrechen ist keine Option, oder was? Der Bühnenmaler beginnt bei Kerzenlicht mit den Wiederbelebungsversuchen. Bühnenmaler? Okay. Tommy Cooper. Italienischer Arzt war nicht da? Tommy Cooper stirbt. Live im Fernsehen. Geil. Also, Entschuldigung. Tragisch. Mary Kay ist an seiner Seite, als er bei der nächsten Werbeunterbrechung nach draußen in den Krankenwagen gebracht und ins Krankenhaus gefahren wird. Hä, dort, dann ist er ja gar nicht live gestorben. Dort kann nur noch der Tod festgestellt werden. Okay, Jürgen, jetzt muss ich gleich eins sagen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, es geht um eine andere Person. Weil, nein, Sekunde, du hast dir gesagt, das kennst du vielleicht die Person und da habe ich gemeint, oh ja, da wird neulich was gepostet, ah ja, ja, kann sein, stimmt, habe ich dann vielleicht auch gesehen. Da ging es nämlich um einen Magier, in Anführungszeichen, der in irgendeinem Krieg dafür gesorgt hat, dass halt irgendwelche Manöver irgendwie stattgefunden haben und dann war es immer, ja, er hat massenweise den Feind getauscht und das war halt eben auch ein Typ, der so mit Magie groß wurde und dann, ja, aber so, das fällt jetzt erst auf im Jahr 1980. Nein, ich habe die ganze Zeit gedacht, so ein, kommt das noch? Er ist tot? Nee, jetzt kommt es nicht mehr. Nee. Ja, es gab keinen großen Krieg in Europa mehr. Ach, das mit dem Krieg habe ich damals, das habe ich ja übersprungen so ein bisschen. Ne? Der, der hat da, nein, Quatsch. Nein. Tommy hinterlässt Mary keinen Penny. Sie geht, auch nicht auf seine Beerdigung, weil, weiß nicht. Also aber Kinder? Er hat die, und die andere? Nein, das ist ja sein Verhältnis, mit der hat er keine Kinder. Ah, hat er keine Kinder. Der hat ja immer versprochen, ich kümmere mich um dich und du musst dich um nichts sorgen und so, aber er hinterlässt nimm einen von den drei Umschlägen. Aber sie rächt sich so ein bisschen, sie schreibt 2 Jahre später dann ein Buch über ihn und über die Beziehung, For the Love of Tommy. Aber ist es das Buch, was du gelesen hast? Nein. Warum nicht? Das ist eine gute Frage. Danke. Im Jahr 2005 wählen Comedians Tommy Cooper zum 6. Künstler bis dato. Wie groß war er? Der war ziemlich groß. Okay. Der war ziemlich groß. Ist eine interessante Liste tatsächlich. Also, ja, vor allem mit dem Fez, was der noch? Ja, ja. Platz 1, Peter Cook. Wusste gar nicht, dass der so groß ist. Platz 2, John Cleese. Sagt mir auch nichts, aber John Cleese. Oh, finde ich aber schwierig, wenn er noch lebt. Ne? Woody Allen. Also ich meine, das machen die, glaube ich, öfter hier so. Okay. Schauen, wer ist so der Lustigste im Land. Eric Morecambe, kenne ich auch nicht, Groucho Marx, also von den Marx Brothers, und dann Tommy Cooper. Und danach Laurel and Hardy auf 8, Peter Sellers, Steve Martin auf 9, kennt man vielleicht auch noch, Charlie Chaplin auf 10, Eddie Izzard auf 11, also das sind so die Namen, dann habe ich, da hinten hat es autonummeriert, da waren ein paar Plätze jeweils dazwischen, aber das ist so die Umgebung, in der er sich einordnet. Im Jahr 2008 enthüllt Sir Anthony Hopkins eine Tommy Cooper-Statue in seinem Heimatort Caerphilly. Mit Hut oder ohne? Mit. Sehr gut. Die kriegt dann auch 2009 für den Red Nose Day eine rote Nase angesetzt, diese Statue. Wird allerdings gestohlen, leider. Die Statue oder die Nase? Die Nase. Ja. Und die Nase noch da wäre, die Statue alles weg. Im Jahr 2018 spricht Tommys Tochter Vicky zum ersten Mal öffentlich über den Tod ihres Vaters. Und das ist noch so ein bisschen interessant, weil es kam, kurz vorher kam ein Film über sein Leben raus, der hieß Not Like That, Like This. Das war so einer seiner Aussprüche, die er immer gebracht hat. Mhm. Wobei, also das müsst ihr euch mal anhören,
das ist am Ende so genuschelt, du denkst immer, wenn er das sagt, dass er ultra einen Sitzen hat. Same, also wahrscheinlich different. Hat er auch immer ultra einen Sitz gehabt. Aber lass mich raten, die Tochter fand es nicht so cool, dass er live auf der Bühne gestorben ist? Das wird nicht weiter thematisiert. Es geht nicht darum, na doch, in dem Film schon, aber darum geht es der Tochter nicht. Also ihr geht es darum, dass er in einem ganz schlechten Licht dasteht, ne? Als alkoholkranker Frauenschläger. Ja. Und sie sagt, er war ein wonderful family man und so. Und sie hat ihn niemals Niemand hat so liebevoll sie geschlagen wie er. Sie hat ihn niemals gewalttätig erlebt. Ja, also das nochmal so zur Einordnung, ne? Das ist immer die Frage so, was du halt Perspektive und so. Mhm. Aber ich sag mal, sowohl positiv wie negativ, es ist ja auch manchmal, was du sehen willst. Klar. Und es kann auch sein, dass er seine Frau irgendwie vermöbelt hat und die Tochter das nicht gekriegt hat. Also ja, oder nicht sehen wollte oder es sehen hat und alles eingekauft hat. Man will es nicht. Also, schwierig. 2016 kauft das Victoria und Albert Museum 116 Boxen aus dem Nachlass von Tommy Cooper. Und das wird jetzt Philipp freuen. Das sind nur leere Umschläge drin. Nein. Da ist sein Gag-File drin. Oh. Er hatte wohl ein sehr akribisches System, wo er Witze alphabetisch einsortiert hat. Also das ist ja fast wie mit GitHub Repository. Yes. Ja, sehr gut. Aber keine Kometen, zumindest keine, von denen ich weiß. Ja. Das ist die schlechte Nachricht. Oh, ich bin enttäuscht. Ist es die erste Hauptperson, die wir jemals besprechen, die keinen eigenen Kometen hat? Ich glaube fast. Ich habe Maurice Flitcroft, weiß nicht, wie viele Kometen der hat. Boah, hat der Maurice keinen? Dann machen wir Crowdfunding. Wir brauchen einen Kometen für Maurice. Steinhänge ist doch, kann man doch einfach. In Flitcroft von denen. Kann man doch relativ günstig, ach nee, das ist so Mondland, kann man relativ günstig kaufen. Ne? Kometen muss man finden. Ist jetzt schon vorbei? Ja, es ist tatsächlich jetzt. Es tut mir leid. Ich habe heute noch panisch gekürzt, weil ich dachte, ihr redet zu viel. Aber ich muss sagen, die Rückenhaltung vom Dominik ist eher aufrichter geworden als Lacher. Diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich nie ganz gerade bin. Ja. Insofern ist das wirklich, also das ist der Ritterschlag gerade. Ja. Ich habe keinerlei Gelee-Haltung angenommen. Also es liegt offensichtlich an den Getränken. Das ist der einzige Unterschied, den ich erkennen kann zu sonstigen Aufnahmen. Oder an diesem fantastischen Publikum. Ja. Also, danke, dass ihr da wart. Es war wunderschön. Wir sind aber noch nicht ganz fertig. Oh, verdammt. Ich will noch wissen, was ich auf diesen blöden Taschenrechner gravieren muss. Also schickt mal die Zettel, wenn noch nicht ausgefüllt, nach vorne. Oh, oder wenn ausgefüllt noch, wäre es noch besser. Was meinst du mit dem nicht ausgefüllten Zettel? Sehr gut. Okay, soll ich Zettel viel spielen oder wollen wir es aufteilen? Dominik, willst du noch erklären, wie das mit den Tassen dann abläuft? Was? Nein. Offensichtlich nicht. Wie läuft denn das? Du verkaufst die Tassen. Ach so, ja, ja. Oh. Also, wir haben. Super, mach den Zettel auf, lies ihn, kichert und steckt ihn weg. Ja. Was war niedlicher vorhin? Mein Niesen oder das? Ich habe ja gesagt, ich muss mal kurz auf Twitter gucken. Das neue fantastische Motiv als mal. T-Shirt und als Tasse. Und ihr könnt selbstverständlich diese Tassen, glaube ich, vom Selbstkostenpreis von, also nicht ganz Selbstkostenpreis, aber wir haben nur 80% draufgeschlagen. Jürgen, jetzt lese halt vor, was auf dem Zettel eigentlich Dominik hatte. Es ist leider zu lang. Von 13 Euro, glaube ich, kann man es online kaufen, aber wir würden es hier quasi für 15 handsignieren und ihr kriegt noch jeweils einen Ball dazu und, glaube ich, Sand hast du auch noch. Nein, Sand habe ich nicht. Hast du nicht? Was hast ein du da? Tee. Ein Tee. Ein Abschlag. Sand, Tee. Ist alles dasselbe. So. Also, wer Lust hat, so, wir haben, wie viel? 20 Tassen haben wir hier. Und der Jürgen. Du hast die bestellt. Der Jürgen zieht jetzt gleich mal das T-Shirt an. So. Ach, stimmt. Und zeigt, wie Größe L ausfällt. Ja, aber jetzt bleiben wir hier mal bei dem Inhalt noch, bevor wir Teleshopping machen. Hier steht als Vorschlag für den Taschenrechner. Hau raus. Ich bin der Rechner der Enterbten. Oh, schön. Der Grützkopf der Waisenkinder steht noch in Klammern, aber das ist auch schön. Der erste ist schon zu lang. Oh ja, sehr gut. Wenn ihr die Dalton-Brüder wärt. Oh. Wer wäre wer? Ich bin tatsächlich mit Lucky Luke nicht so firm, dass ich. Es gibt halt den deswegen kleinen. Deswegen steht da, schau, extra für dich. Extra für dich stehen hier die Namen. Ja, ja, aber ich weiß ja. Aber das sind ja schon mal vier. Wir sind ja zu dritt. Ja, das ist ja eben. Das ist schon mal das Hauptproblem. Aber du kannst gerne Sean mit dazu rechnen. Ja. Okay, also dann ist der Sean der ganz Doofe. Nein, Sean ist wirklich hochgeschätzt und ich verarsche ihn nur ein bisschen. Hochgeschätzt, weil er der. Auch das. Wow. Also ich tue mich schwer mit in der Mitte. Ich habe keine Ahnung, wer ist denn dort? Also ich nehme gerne den ganz doofen, aber wenn ich den nicht haben kann, nehme ich den anderen, den kleinen. Den Choleriker, den Joe. Also Joe ist der kleinste, Avril ist der größte. Mhm. Schwierig. Ich bin, glaube ich, ich bin kein so ein Choleriker-Typ. Den mache ich dann.
Ja, dann. Das kriege ich. Dann nehme ich, also wenn wir eh nur zu dritt sind, aber irgendwie so dieses doppelte Lottchen spielen allein ist komisch. Ich muss mal. Mit jemand, weil ich wüsste jetzt nicht, mit wem von euch ich so in Sync wäre, aber dann sozusagen die mittlere Person auszufüllen, während einer den Choleriker und einen den Trottel macht. Du hast mich schon vor 5 Minuten verloren, glaube ich. Gut. Ja. Also, das ist ja hiermit entschieden. So, was ist der nächste Zettel? Oh, Dominik, bist du vergeben? Ernsthaft? Danke, Volker. Vielen Dank. Lass das einfach mal nur auf dem stehen. Na, ernsthaft jetzt? Ja. Also, das ist voll lieb, dass du fragst so. Und it's complicated. Aber wenn der richtige Mann kommt, dann bin ich gerne. Also, nachdem der Dominik gerade vorhin erst sein Tinder-Profil aktualisiert hat, denke ich mal, ja, wahrscheinlich schon. Spontane Antwort gefordert. Für? Fingerzeit, sobald die Frage vorgelesen wurde, wer von euch ist der größte Nerd? Das Ding ist, dass, also was so Nerd-Kulturwissen angeht, sind der Herr Kraus und ich schon auch sehr bewandert, aber ich glaube, was bei dir ist, dass du halt diese ganze Maker-Szene und sowas noch hast, so, also ich glaube, der Flip gewinnt. Vor allem, ich glaube, so dieses Tiefengebohre mache ich noch mehr. Was ich bei das dir... Was? Tiefengebohre? So, ja, so in irgendwelchen Wissen-Nischen schmarrig total reinzubohren. Wohingegen ich dir zum Beispiel ein hochgradiges Wissen in Sachen Sport und Co., was mich alles überhaupt nicht interessiert, bescheinigen würde. Ja. Ich bin eher so der Typ für die Oberfläche. Ja. Brustschwimmen. An Dominik. Bist du schon vergeben? Wann nimmst du deinem nächsten Radrennen teil? Das ist tatsächlich von Volker. Das ist von Mathe, alles klar. Wenn ihr mir zum Geburtstag wieder eine Rundfahrt schenkt. Okay, und nochmal an Dominik. Ja. Als hätten die Leute auf dich gewartet und wärst du das letzte Mal nicht da gewesen. Wie hat es sich angefühlt, den eigenen Vater in einem Flippers Songquiz zu schlagen? Und Jürgen, ich liebe es, wie Dominik einfach gerade facepalmt und sich abwendet. Du warst an meinem 30. Geburtstag auch dabei, gell? Am 30. Geburtstag? Ja. Jürgen war vor Ort. Ich war vor Ort. Und meine lieben Freunde, in Anführungszeichen, haben mich... Ach, das war... Ja, haben da diverse Reifen wechseln diverse, und so, ne? Ja. Ja, so. Und wer mich kennt, weiß, dass ich zwei linke, unbegabte Hände habe. Aber warum und musst du Reifen wechseln am Geburtstag? Ja, weil sie mich halt demütigen wollten zum 30. Und unter anderem war herzlichen Glückwunsch, wir haben deine Reifen abgeschraubt, oder? Es lief wirklich so ähnlich ab. So. Okay. Und eins der Dinge so, also es ist einer der Running Gags meiner Jugend gewesen, dass wenn wir nach Italien gefahren sind, mein Vater so richtig schön deutscher Mann mit Schnurrbart, wir brettern da durch nach Bibione so ungefähr und haben irgendwie gefühlt nur die Flippers gehört. Okay. Also die, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber das ist eine deutsche Schlagerband. So, die Flippers. Ich kenne jemanden, der mal die Keyboard gespielt. Ein, zwei meiner Freunde fanden das höchst amüsant und dann gab es quasi eine Flippers, einen Flippers-Quiz an meinem 30. Geburtstag. Und also zum Schande meines Vaters, wirklich Schande, habe ich gewonnen. Also ich konnte quasi schneller mehrere Songs der Flippers identifizieren. Hast du auch noch Favoriten? Die Rote Sonne von Barbados. Okay. Und an der Stelle... schöne Grüße an den Papa von Stefanie Duschek, der auch Barbados noch sagt, wo ja auch heutzutage jeder Barbados sagt. Ja. Das habe ich tatsächlich, I was today years old, also ich glaube, ich habe jetzt dieses Jahr erst verstanden, dass Barbados und Barbados das gleiche wirklich ist. Das gleiche okay. ist. Okay. Weil ich halt mein ganzes Leben irgendwie coole englische Filme und was wie hier Barbados versaut von und den die Flippers. Flippers auf der anderen Seite, die dann Barbados. Der Titel deiner Biografie. Versaut von den Flippers. Und heute habe ich gelernt, dass The Flippers und The Flippers das gleiche sind. Ja. Versaut von den Flippers wäre echt ein ziemlich geiler Titel für meine Biografie. 10%, dann kannst du den Titel haben. Das ist ein T-Shirt, was ich mir machen lasse. Versaut von den Flippers. Jetzt auch in sein Tinder-Profil. Ich meine mir, also das ist ja, also versorgt. Würde man Ärger kriegen, wenn man das als T-Shirt-Motiv machen warum? Würde? Warum? Hey, warum? Naja, weil du einen Namen nimmst von der... Von Flipper. Also ich schwöre dir, dass ich bei unserem nächsten Aufnahmen ein T-Shirt anhabe, auf dem steht versorgt von den Flippers. Und wie haben wir wieder, jetzt haben wir fast hier den Zirkelschluss, Dominik am Anfang der Folge, ich verspreche nie wieder was, Ende, ich ziehe ein T-Shirt an mit Flippers-Zeug drauf. Ich find's gut. Ruft ihr euch aufeinander ein, bevor ihr eine Aufnahme startet und wenn ja, wie? Also mal abgesehen davon, dass das und falls ja, wie heißen müsste, aber da stehe ich jetzt mal groß drüber. Ja, da hast du mega mäßig drüber gesehen gerade. Naja, wir haben halt dieses, wie heißt es genau mit Rookie Jam? 3-2-1? Also ich habe schon wieder vergessen. Nee, aber ich befürchte. Also meistens bin ich schon mal eine Stunde früher da, weil ich zufällig in dem Büro arbeite, wo wir aufnehmen. Also meistens bin ich schon 8 Stunden früher da, aber
Ich wollte gerade sagen, da komme ich irgendwann dazu, bring Bier mit. Dann muss ich einmal runter und einem die Tür aufmachen, weil irgendwie der Dominik kommt und vielleicht was zu essen dabei hat oder nicht. Und Philipp ruft dann nochmal an und sagt, ah, soll ich noch irgendwie Bier aus dem Supermarkt mitbringen? Jetzt weirdly spezifisch. Also, ja. Ja, die Leute wollen es wissen, dann machen wir das. Aber das ist das, das Ritual, ja. Dominik. Okay. Vor allem eigentlich dann, auch lustig, dass ich derjenige bin, der Bier kauft, wenn ich es nie trinke. Und dann hätte ich eine Stunde Zeit gehabt, um das Setup vorzubereiten, denke mir aber, ist das alles schon, ey, das soll ist alles Philipp machen, so, kein Bock. Das ist alles so routiniert, das muss man nur zusammenstecken, stellt dann fest, irgendwas funktioniert nicht. Mhm. Dominik versinkt auf Reddit oder auf Twitter oder sonst wo. Das stimmt gar nicht, manchmal gucke ich auf YouTube. Während Philipp und ich versuchen, eine Stunde lang die Technik irgendwie hinzukriegen und dann nehmen wir halt doch ohne Räuspertasten auf, weil es irgendwie aus irgendeinem Grund nicht funktioniert. Das letzte Mal hat es geklappt. Nein. Und bin mal gespannt, ob das wieder... Das mit dem Stream Deck, das funktioniert auch voll gut. Das ist echt schön, ja. Ne, ja. Nee, schön. Ja. Da freue ich mich. Ja, das machen wir. Was? Also. Jetzt habe ich eine zu dramatische Pause. So. Das wär's. Oh ja, das kann man wirklich machen. Jürgen hat den Zettel übernommen und liest. Wie alt ist Jakob? 15. 15? Also. Okay, aber was steht denn da? Du wirst es niemals erfahren. Okay. Er muss leider morgen in die Schule. Ach, das ist echt schade. Also, lest doch mal, was da steht. Wir mögen bitte den Jakob grüßen. Ja. So. Hallo Jakob. Weil Jakobs Vater ist hier und der hat an seinen lieben Sohn gedacht. Und hiermit grüßen wir den Jakob. Hallo Jakob. Oh, hallo. Jakob, leider musst du morgen in die Schule und kannst deswegen nicht hier sein. Jakob, mit 15, hast du da schon einen gravierten Taschenrechner? Jakob, ich habe da so ein paar Ideen gesammelt. Bist du da schon ausgebrannt vom Leben? Nein, also Jakob, ich muss dir sagen. Hast du schon ein Torpedoboot gebaut? Ja. Die sind noch sind Mädchen oder Jungs schon interessant oder noch Lego? Oder beides? Aber warum muss das entweder oder keine sein? Keine Ahnung, also, ich frage ja, oder beides. Heutzutage, also das sind wir doch. Oder nichts davon, ist auch okay. Doch wirklich drüber hinaus. Ja, ja. Ich biete Jakob Folgendes an. So. Jetzt macht er wieder, ich verspreche nie mehr. Nie mehr verspreche ich irgendwas. Nie mehr. Komm, lass raus. Oder also, ich wollte schreib lass, ihm Jakob, Folge. Lass, Jakob, ich raus. Wollte jetzt was Tolles anbieten, aber dann halt nicht. Lass raus. Dann halt nicht, ja. Komm, so. Lass raus. Nee. Komm, Jakob muss nicht für unsere Sünden leiden. Ja, Jakob, schreib mir einfach eine Mail, okay? Mach jetzt doch nicht den billigen Jakob und sag, was du dir ausgedacht hast. Nee, also Jürgen, so nicht. So nicht. Doch, genau. Nein, so. Nein, Jakob. Jakob, du findest meine E-Mail-Adresse, so schreib mir einfach, ich bin gut zu dir, alle anderen sind scheiße. Der feine Herr Lord lässt sich schreiben. Apropos der feine Herr, euer Leben soll verfilmt werden. Wer soll euch darstellen? Philipp Simon Hoffmann. Ja, ist erstaunlich, an deinem Namen fällt mir gerade auf. Ja. Es wird auf dem Philipp im Publikum Hoffmann, gezeigt. Ja. Ah, Philipp Simon Hoffmann. Ja. Leider ist er tot, aber ich glaube, das dürfte kein Problem sein. So ein Weekend at Bernie-Situation dann einfach. Jack Black. Vom Spirit her wahrscheinlich auch. Schwierig. Ja, dann schlagt euch halt. Niemand einfach. Ich wüsste immer sonst niemand. Nee, aber selbst dann, so ein richtiges Fit. Keine Ahnung. Das ist jetzt unbefriedigend. Aber ist ja auch Quatsch. Dass ich, warum cast ich denn das? Das wäre so witzig, wenn du einfach Tom Cruise sagen würdest. Nee, finde ich auch nicht sympathisch. Keira Cruise. Knightley. Ja. Also, Richard Iorade. Wer? Schaut null aus wie ich, aber egal. Wer? Moss von IT Crowd. Ah ja. Keine Ahnung von dem, was ich mitgekriegt habe. Ja. Sympathisch, aber sonst keine Ahnung. Hm. Aber wird wahrscheinlich einfach so inhaltlich und vom Habitus und so gar nicht passen. Egal. Ist schon klar, dass das ein Schauspieler ist. Ja, ja. Hier Michael noch, Jordan. Hier noch ein. Dirk Nowitzki als Dominik Schmidt. Ja, das können wir vorstellen. Gegen Gravurvorschlag übrigens noch hier. Du bist unberechenbar. Oh, nice. Oh. Nice. Sei wer hat das geschrieben? Das ist wirklich hervorragend. Ja. Haben wir alles. Ein bisschen haben. Nur einen habe ich noch. Ich glaube, eine Schluss. Einer noch, der ist Schluss. Wann gibt es mal wieder eine 4-Stunden-Folge? Wann gibt es mal hoffe wieder nie. Sommer? Meine Anwälte haben sich durchgesetzt. Was? Beste Schlussfrage einfach. Ja. Oder ist da noch was? Nee, alles gut. Jürgen. Ach so, Jürgen, musst du jetzt ernsthaft beantworten? Nein, ich will dem Dominik das nicht. Das ist wie wenn man das Datum seines Todes erfährt. Wir hatten so einen schönen Abend, jetzt lass uns nicht versauen. Sind wir schon 4 Stunden hier? Das wäre voll witzig, wenn ich tatsächlich live sterben würde während einer 5-Stunden-Aufnahme. So aus Trotz. So. Vor allem nach der Story heute mit einem, ist das tragisch, ist das schlimm für alle? Ich hoffe, ich sterbe da mal.
Das wäre witzig. Das würde ich dir wirklich gönnen. So. Wenn ich einfach, wenn ich feststelle unterwegs, dass die Story, die ich geschrieben habe, einfach nicht, keine Pointe hat und dann immer weiter rede, so lange, bis es wirklich passiert, nur dass ich eine Pointe habe. Das Ding ist, ich habe ja jetzt Verantwortung so, aber an sich finde ich es wirklich witzig. Naja, für die Nachwelt, für die Kinder. Für die Nachwelt. Ja. Aber witzig finde ich es schon. So, wenn ich aus Trotz sterben würde, weil du zu lang machst. Okay. Ich glaube, nächste Folge könnte, ich möchte mich noch nicht festlegen, aber gute Chancen, dass nächste Folge vielleicht wieder ein bisschen länger. Ja. Ich liebe dich. Oh. Und dich liebe ich auch. Oh. Und euch liebe ich auch. Oh. Gute Nacht, Josh. Gute Nacht, Josh. So. Ah. Gute Nacht, und du hast das Outro. Du musst den Abspann abspielen. Hup. Meine Damen und Herren, für Sie heute auf der Bühne, der Dominik. Danke, danke, danke. Ich bin schon backstage. Der Jürgen. Ich bin backstage. Und ich auch. Hi. Und der Philipp. Was machst du denn da jetzt? Ich spiele das Outro ein. Ach so. Zu einem viel späteren Zeitpunkt. Egal. Und jetzt sitzen wir einfach hier total unkoordiniert, während das Outro spielt. Sonst fällt dir doch immer noch was total wichtig. Nee, das bin ich. Oh, stimmt, wir müssen unbedingt noch... Ich mag das total so diese... Da habe ich eigentlich die meiste Ruhe gelassen, wenn ich weiß, es ist jetzt vorbei. So. Und dann halt, keine Ahnung, ich finde, dass viele unserer besten Gespräche wirklich nach dem Abspann entstanden sind. Ja, und dass vor allem man, während die Musik läuft, dann oft gar nichts mehr versteht, weil die Musik ja irgendwann lauter wird. Aber das befreit einen auch davon, irgendwas Sinnvolles zu sagen. Man kann einfach vor sich hin klappern. Das ist völlig auf den Kirschkuchen. Völlig also Wahnsinn. Die ersten gehen schon, das war ein totaler Flop hier. Und das war A, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Warum habe ich das Buch nicht zu Ende gelesen? Das ist eine, eine exzellente Frage. Boah, haben wir ein schlaues Publikum und aufmerksam? Also ich hab mir ein Buch gekauft über Tommy Cooper und es wurde geschrieben von einem, der diesen Mann vergöttert. Also das war ein super Fanboy und er hat wirklich minutiös das Leben nachgezeichnet und was der vor allem gemacht hat, war, der hat so diese ganze der Comedy... Der hat immer seine Füße fotografiert. Der hat so die ganze Comedy genommen und hat... So zum Aufklappen und... Tausend Namen dazu, von wem er welchen Witz wie geklaut hat und wer den schon mal vorher gemacht hat. Alles und welcher Magier, welche... Also das war also so ein... Also das ist... Er erklärt so ein, Witze? Es war so ein... Nein, er erklärt... Er erklärt, ob sie herkommen. Er erklärt, wer die zuerst gemacht hat und so. Oh. Also er sagt dann, Tommy ist mit dem und dem Witz bekannt geworden, aber den hat 10 Jahre vorher schon mal der gemacht. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass Tommy den gesehen hat, weil Tommy hat den erst 3 Jahre danach gesehen. Aber was er vielleicht gesehen hat, war der andere, der so ein ähnlich... Boah, das ging irgendwann nicht mehr. Also das ist, nee. Und was war dann der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, ich leg's weg? Ja, ungefähr das. Und ab dann hast du es einfach erfunden? Den Rest. Okay. Aber die Biografie von der Frau wäre echt super. Nein, also ich hatte noch andere Internetseiten. Also Tommy Cooper ist tatsächlich sehr bekannt. Man findet sehr viel im Internet. Ich bin über eine Dollop-Folge mal wieder auf ihn aufmerksam geworden. Ich habe ihr Verbot. Aber es war ein Reverse-Dollop. Also einer, es ging um eine englische Person. Also einer von dem, ich kann die immer nicht, wie heißt der eine? Der andere? Ja. Der eine mit Gary. Dem, ja, ich bin nicht mehr so drin. Ja. Das. Ja. Gareth. Ich habe vermisst. Ja, Leute, das war's. Na dann, gute Nacht, Josh. Gute Nacht. Besser wird's nicht.